Jetzt. So, erstmal herzlich willkommen für die YouTube-Leute. Mann, ich wollte gerade eine ernste Mainstream-Ansage machen. Aber echt mal, das ist wieder mal typisch hier. Und herzlich willkommen, die Leute im Livestream. Wir hatten gerade, ja, für die YouTube-Leute, wir hatten ja gerade kleine technische Probleme bei Twitch. Wir konnten für eine sehr lange Zeit konnten wir nicht Livestream machen. Deswegen ist es jetzt auch gerade 21.45 Uhr mit einer kleinen Zeitverzögerung. Aber Gott sei Dank sind auch das wir gewöhnt bei Hypnosvolt. Wir sind ja echt total abgehärtet. Wir haben alles schon gehabt. Und wir sind an alles gewöhnt. Also uns haut so schnell was nicht um. Also, wenn man uns erschrecken will, da muss man schon ein ganz schönes fettes Kaninchen aus dem Hütchen zaubern. Und so dicke Kaninchen gibt es nicht. Ja, oder nee, ein abgehungertes. Dann werden wir uns wahrscheinlich erschrecken, weil ein abgehungertes Kaninchen sieht traurig aus und das macht Angst. Dann ist man traurig. So, und zwar heute, Überraschung. Überraschung. Ja, heute spielen wir Singles, aber wir spielen nicht die Schwuliberts. Wir spielen nicht die Schwule, was? Ich hatte lange überlegt, was spielt's denn heute, Cosima? Ich wollte irgendwas mit Abenteuer spielen, mit Schokolade, was zum Auspacken und Einpacken und so. Und dann dachte ich mir, spielst du Landwirtschaftssimulator, spielst du X3, spielst du dies, jenes. Also spielst du halt eins von den Spielen, was du halt so hast. Oder spielst du jetzt No One Lives wieder oder so. Was halt wieder? Spielst du das halt? Weil theoretisch wäre das jetzt eigentlich an der Reihe, glaube ich. Und dann dachte ich mir, Mensch, und Scania Truck Driving Simulator schon wieder so lange her. Da habe ich jetzt aber auch keinen Bock im Moment drauf, diese Mission zu machen. Weil da muss man halt gefühlsmäßig auch hinterstehen. Ich muss es ja emotional dahinterstehen. Und dachte mir, naja, Mensch, siehst du, auf Assassine hier, auf Assassin's Creed bin ich gar nicht gekommen. Da müssen wir ja auch irgendwie was weiterspielen, damit wir den zweiten Teil spielen können. Oder wir zocken dann irgendwann den zweiten Teil. Aber ich würde schon gerne den ersten Teil irgendwie abschließen. Aber ich habe dann auch... Und dann dachte ich mir, hey, ich habe Bock auf Singles. Aber nicht auf die Schwulibert, sondern ich habe Bock auf... Habe ich, ja. Ich habe so... Heiß, heiß. Später ADS, nein, das ist viel zu warm, für ADS muss Vito kommen und Vito, du weißt doch, das ist viel zu warm für Vito. Vito ist ein eiskalter Typ und wenn es so warm ist, das kann der gar nicht ab. Ja, Vito ist ein eiskalter Typ, der kann nicht kommen. Ja, Ninfan, die haben dich übrigens hier vermisst alle, Ja, die ganzen tausende von Leuten. Ja, Mensch, Ninfan, ist doch kein Problem, du kannst doch, wir haben es doch auf YouTube, Mensch, wir haben doch alles auf YouTube. Probe nicht nur in der Nase. Ne? Pfui, Zocker, Vorsicht, Vorsicht. Versteh. Denk dann, Zocker, nur ich darf rumferkeln und versaut sein vor der Kamera. Ist das nicht ein tolles Privileg? Die anderen, alle im Chat, müssen sich leider benehmen und sagen, Cosima, du hast dich wieder mal neben der Spur benommen, ja, neben der Rolle. Alle anderen müssen sich leider benehmen. Du hast Cosima, aber ich bin in meiner zweiten Pubertät, ich darf das. Ja, Mann. So. Die Lesbo-Bärts, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es raus. Ja, heute versuchen wir, die Lesbo-Bärts zu spielen. Lechts, lechts, lavala. Lechts, lechts, sabba, sabba, lechts, lechts. Oder wie man, lol, sozusagen, lol. Grins, lechts, schmunzel. So. Die Schwuli-Bärts brauchen ein wenig Pause, die beiden. Ja, wir haben sie so oft geritten. Ach nein, was redest du? So, konzentriert euch, ihr wisst es, ihr kennt mich. Was macht Anna? Spielt Anna jetzt? Yep, Anna spielt jetzt freudig, ich sehe sie gerade, ja, sie ist jetzt in meiner Freundeliste. Und freudig kann jetzt Anna wieder Counter-Strike spielen. Ach, wieder töten, alles töten, was ihr in den Weg kommt. Und das kann sie bestimmt gut. So, gut, klicken wir mal die Freundeliste weg. Pascal, da kommt jemand, der ist Pascal, Bruder. Auf jeden Fall sagt er Moin. Karl. Wenn ich Karl höre, muss ich immer denken, ja Mensch, da färben wir sofort Lieder ein. Und hi Hose, Cosima, jawohl, Sir. So, dann mal los, Mann. Lassen wir uns das gut gehen. Läuft denn jetzt alles? Aufnahme, geht jetzt alles richtig bei Twitch? Wir hatten gerade, ja wie gesagt, kleine technische Probleme bei Twitch. Gott sei Dank waren ein paar Leute von Hypnosvolt waren da gewesen und jetzt geht halt Twitch auch wieder. Ja. Ja, und die hatten da vorher dafür auch gesorgt, dass es nicht geht. So, aber jetzt sind sie wieder da und jetzt geht's auch wieder. Nein, na gut, dann los. Was denn nun? Wer denn nun? Singles. Achtung, haben wir denn jetzt alles? Haben wir alles beachtet? Ich glaube, wir haben Singles noch gar nicht. Haben wir eigentlich Singles schon mal mit dem neuen, unserem neuen Betriebssystem gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn nicht, muss man mal einen Soundeinstellung machen. Aber ich glaube, das hat man schon mal gemacht.
Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt hier noch. Ich weiß bloß nicht, was. Und der Ventilator ist auch schon wieder am Pusten. Alte Pustemaschine, du! Vielleicht bohrt ja der Nachbar auch ein Loch, damit er mich besser hören kann. Weiß man nicht, weil die Wand ist hier 10 Meter dick. Die Wand ist hier, glaube ich, 1 Meter dick oder so. Sind versagt, meine Steam-Nachricht bekommen. Nö. Kommt doch an, wann du die geschrieben hast. Wenn du die gerade jetzt geschrieben hast, dann natürlich nicht. Ja, ich sage immer allen Leuten, die in meiner Freundeliste sind, wer mich da im Livestream stört. Also wenn ich Livestream mache und ich werde immer angeschrieben und das stört mich, dann kicke ich die aus der Liste wieder raus. Weil wenn Livestream-Zeit ist, dann heißt es auf Deutsch gesagt, Schnauze halten. Ja, logisch. Man will ja in Ruhe mit den Zuschauern und Spaß haben und spielen. Also wenn dann einer rumstresst, dann muss er halt die Liste verlassen. So, na los. Mensch, start mal rein jetzt. Wir haben schon so viel Zeit verloren. Nicht so früh, ich konnte es nicht aushalten. Ich musste früher singen, ich konnte es nicht aushalten. Aber ich gucke jetzt mal Lautstärke. Machen wir ein bisschen laut, machen wir mal auf. Versuch auf 3 jetzt. So. Du musst die ganze Zeit die Zähne wechseln, Kursi. Oh! Autsch, autsch, autsch! Oh, jetzt habt ihr doch gar nicht gesehen, den Start. Aber ihr kennt den ja, ja? Die Insider kennen ja den Start. Da kommt halt so ein Chibbe de Bibbe und dann kommt das Chibbe und Chabbe und dann bist du auch schon fast da. Beim Chibbe. Dann schalte ich mal ganz feucht um. Ups. Wo ist es denn? Moment, bleib doch mal ungeduldig. Sag mal ein bisschen leider mal die Singen. So jetzt. Chabbe de Bibbe. Was vor einer Stunde? Was vor einer Stunde? Bei Singles haben wir das Betriebssystem erfunden. Erfunden? Mich stresst gerade die Musik ein wenig. Obwohl sie richtig geil und feucht ist, stresst sie mich aber gerade ein wenig. So Leute, das heißt, wir fangen jetzt ein neues Spiel an. Aber warte mal, bevor wir ein neues Spiel anfangen, kann man das Ding keinen Namen geben, wenn man abspeichert? Warte mal. Lalalala. Ich will mal gucken, ob man. Weil dann können wir das eine Ding Schwuliberts sein, das andere Lesbobärts oder so. Kann man das Ding einen Namen geben? Wahrscheinlich nicht. Kämpf auf die andere Seite. Guppa Ganaba. Hey, 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 nimm mich mal ohne dich, du. Mach mal nicht ohne du. Nein, was machst du denn? Ja, Mann, und das auch noch. Achtung. Okay, konzentriere ich quasi noch. Und zwar, pass auf, ich habe mir Folgendes auch ausgedacht. Und zwar, vielleicht sollte man eine Umfrage, keine Ahnung, wahrscheinlich lohnt sich die Umfrage nicht. Aber ich habe so gedacht, vielleicht wollen wir den Schwuliberts ein wenig Geld schenken. So ein klein wenig Geld cheaten. Nur so ein bisschen, weil die kommen ja gar nicht aus den Arschlein. Vielleicht ein Tausender wenigstens oder so. Die können ja im Lotto gewonnen haben, oder? Vielleicht hat ja zum Beispiel Tom oder Niklas im Lotto gewonnen und gewinnen dann einen kleinen Tausender. Ich bin so hin und her gerissen. Ich würde so gerne, dass sie ein bisschen mehr Geld haben, weil sie kommen ja nicht zu Geld. So kommen wir ja nie zu was. Wir haben noch so viel zu bauen. Wir müssen die Teppiche machen, die Wände, die Tische, das Badezimmer, die Schlafzimmer. Das ganze Dach ist nicht ausgebaut. Wann sollen wir das denn alles ausbauen? Da haben wir ja 400 YouTube-Teile, bis wir endlich mal, keine Ahnung, ein Fenster drin haben oder was. Vielleicht sollte man ihnen ein klein wenig Geld irgendwie schenken. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ob wir uns ein klein wenig Geld cheaten, damit es ein klein wenig mehr vorangeht. Ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen, weil cheaten ist scheiße. Aber die kommen ja nicht aus dem Arsch, weil wir ja nicht so oft spielen. Und wir haben keinen Luxus da nix. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Wir könnten ja auch eine Umfrage machen. Wollen wir bei den Singles uns ein bisschen Geld cheaten? So einen kleinen Tausender, 2000 oder so, oder nicht? Oder sagen die Zuschauer, nein, Cody, wir cheaten nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. So, haben wir jetzt alles geschaltet. Na, oh, das hat aber jetzt ein bisschen gedauert. Ich will mal gucken, Spiel speichern, was sagt man da? Ne, der kommt ja nur mit dem Zeitspruch. Okay, mal, war ja mal ein Versuch wert, Alter. So, Leute. Denkt dran, heute wird es ein bisschen schwierig. Das wird auch lange dauern, bis wir mal losspielen. Denn heute fangen wir ja eine neue Gang an. Ja? Also wir fangen jetzt ja sozusagen die sogenannten
die Lesbo-Werts an. Und da muss man natürlich genau überlegt werden. Ja? Das wollen wir jetzt nicht überhasten. Denn das, was wir jetzt machen, damit müssen wir leben. Also in den nächsten kommenden Folgen. Ja? Das heißt, das, was wir jetzt auswählen, muss mit Bedacht, mit Liebe, Feuchtigkeit und viel Erotik ausgewählt werden. Ja? Also wir müssen da ganz clever an die Sache rangehen. Also wer jetzt ungeduldig ist, der muss später nochmal wiederkommen. Und einen Pfannkuchen dann bitte mitbringen. Apropos Pfannkuchen, ich war heute wieder einfach einkaufen. Das sehe ich nachher bei ETS. Nein, Cosi, ich würde schon wieder welche wieder sagen. Cosi, nein! Ich sag doch gar nichts. Ich sag nur, ich war einkaufen. Also, ein neues Spiel wartet auf uns. Die beiden werden auch ein Pärchen, oder? Nikolas und Ellen. Die beiden werden die Heterobärts. Aber schade, Nikolaus. Niklas fällt dann aus, weil. Naja, Niklas hatten wir ja. So, jetzt wird's spannend, Leute. Und zwar die Lesbo-Bärts. Da müssen wir erstmal jetzt herausfinden. Eine steht ja leider schon mal fest, die können wir leider nicht. Und zwar. Pazifia oder so. Wie nenne ich die eigentlich? Peck? Peck, ich nenne sie Peck. Oder nenne ich sie Pazifia? Pazifika. Parzival. Wer kennt den Namen Parzival? So, bin da mal wieder. Ja, Mensch, schlaf schön. Und gib dir mal Mühe in der Schule, ja? Gib dir mal echt Mühe, Alter, ey. Ey, Alter, gib dir mal Mühe, okay? Alter Schwede. Also, gib dir mal Mühe, ja? Dass ich stolz sein kann. Oder wir alle, damit wir alle stolz auf dich sind. Werd mal ein richtiger Streber. Hau mal richtig die guten Noten raus. Dann wirst du nachher ein dicker, fetter Chef. Und wenn du ein dicker, fetter Chef wirst, dann kannst du nachher Hypnos Volt sponsern. Du kaufst dann, keine Ahnung, Twitch für uns oder keine Ahnung, macht. Du wirst dann so richtig fetter Firmenmogul. Ja. Und dann kannst du Hypnos Volt sozusagen Sponsoring machen dann. Und dann übernehmen wir die ganze Welt. Ach, die Deutschen wieder, die wollen immer die Welt übernehmen. So, los jetzt. Also, oder können wir die auch hier drüben rüberschieben? Geht das hier auch? Guck mal, die beiden. Die beiden. Einer ist schwul und die andere ist lesbisch. Das wäre auch was. Einer ist schwul und einer ist lesbisch und sie tun so, als wären sie Heteropärchen. Mann, da bieten sich Kombinationen an. Ein Heteropärchen, was eigentlich schwul und lesbisch ist. Aber nur um den Schein zu wahren. Ja, nur um den Schein zu wahren. Wir müssen, wisst ihr was, Leute? Was ist denn überhaupt? Kann Männern eigentlich nichts abgewinnen? Scheiße, sie ist wirklich lesbisch. Ach, guck mal, ich kann Männern nichts abgewinnen. Überhaupt nichts. Sie den meisten Männern sowieso überlegen. Oh, ich stell mal vor, die beiden als Pärchen. Meisten Männern sowieso. Dann als Profisportlerin kommt sie gerade mal auf Betriebstemperatur, wenn die meisten Kerle schon nach Luft schnappen. Ganz abgesehen davon ist es doch einfach so, dass eine Frau immer noch am besten weiß, was eine Frau gefällt oder etwa nicht. unter mir. Schaut euch diesen Vergleich an. Oh Mann, das ist eine harte Ansage. Zocker sagt, er ist ein Einzelschüler. Na, ob er uns da anlügt? Vielleicht lügt er uns da an. Ich weiß es nicht. Ninfan sagt auch immer, dass er gut ist. Wollen wir es mal hoffen? Ja, wollen wir es hoffen? Genau, werdet nachher alles bitte dicke Bosse, ja? Große, fette Firmenmogule oder Bosse in wichtigen Schlüsselpositionen. Sodass wir Hypnos Volt in den Olymp heben können. So, ja, ich wundere, wenn ich immer so gucke, weil hier ist das Mikrofon so ein klein wenig im Weg. Und nur ein bisschen. Muss man ein bisschen höher machen vielleicht wieder. Das wieder hat sich so ein bisschen gesenkt. Gut, also die müssen wir. Also die müssen wir nehmen. Wir haben da nicht so eine große Wahl bei der hier, oder? Nee. Genau, wir schalten automatisch auf Lesbo und dann ist sie sozusagen. Ja, sie ist es. Peck. Ich nenne sie Peck, oder? Peck Zief, ja. Ich wette, Natalu kann es mir richtig buchstabieren, richtig sagen. Pazifia, Pekfisia, Pazifia. Pazifia, Pekfisia. Peck, oder? Nennen wir sie Peck. Peck. Und was kriegt Peck jetzt? Dann siehst du eine überlegene Frau. So, sie ist die Frau der Technik. Oh, und der Wissenschaft. Oh, Mann, doch voll die Frauen hier. Was sie aber nicht daran hindert, hat gebändigte Leidenschaft auszustrahlen. Richtig? Intelligent, clever und sexy. Ellen ist eben eine Traumfrau der ganz besonderen Art.
Ach, die Sorte. Du kommst rein, dann fällt die Tür zu und dann und in dem Moment bist du auch schon gefesselt und liegst auf dem Bett. Okay, Mann. Und dann haben wir hier Red. Warte mal, das war Ellen. Red. Umweltaktivistin. Streetwalkerin. Amazone. Red kämpft wie eine Löwin für die gerechte Sache. Sie gibt erst Ruhe, wenn die Schlacht geschlagen ist. Und dann wartet schon die nächste. Also eine Stressertante. Kurze Haare. Sie ist schnittig. Ist ja meistens so, oder? Bei den Lesbobärs. Einer hat lange Haare, die eine ist so. Die hat so die kurzen Haare. Klischee! Tja. Lesbobärs. So, dann. Natascha. Natascha ist eine verführerische, geheimnisvolle Frau. Sie liebt Diamanten, Gold und schnelle Autos. Denn solche Dinge stehen ihr schließlich zu. Männer wickelt sie um den Finger. Alle immer jeden. Was? Alle immer jeden. Vielleicht setzt Natascha ihre besonderen Fähigkeiten für die Regierung ein. Wow. Oder für einen Konzern. So oder so kennt niemand ihre wahre Identität, außer ihren ahnungslosen Mitbewohner. Außer ihre ahnungslosen Mitbewohner. Wow. Natascha. Was haben wir noch? Lisa. Lisa. Mit Lisa kann man Pferde stehlen, Partys feiern und sogar Computerspiele zocken. Das muss ich gerade an Natalie denken. Sie ist das normale Mädchen. Die beste Freundin. Sie könnte Fotografin sein, Sekretärin bei einer Zeitung oder auch in einem Café arbeiten. Wisst ihr was? Wir haben doch hier das auch mit den Jobs und der Karriere, richtig? Würde das heißen, dass die hier eine Geheimagentin ist? Macht die eine Ausbildung als Agentin oder sowas dann? Hört sich geil an, oder? Und warte mal, die war hier so eine Sportlerin. Das heißt, die wird wahrscheinlich irgendwann ein eigenes Fitnessstudio haben oder was? Warte mal, die würde wahrscheinlich so eine Geheimagentennummer abgeben, oder? Und die da? Da sind wir dann ja, die ist irgendwie, keine Ahnung. Die arbeitet bei Greenpeace dann wahrscheinlich oder sowas. Und was war die? Die war dann vielleicht was mit Wissenschaft und Technik. Worauf haben wir denn Bock? Ich stehe, aber die gefällt mir schon mal ganz gut, Ellen. Aber Red passt natürlich in das Klischee rein, nicht? Die eine hat lange Haare, die eine kurze. Wiederum von der Story her hört sich Natascha spannend an. Aber zwei so, die sehen ja beide ziemlich so. Wie sagt man? Naja. Die sehen beide so aus, als ob sie nicht dann zusammenpassen würden. Also ich habe das oft beobachtet in der Szene. Das passt in der Szene, glaube ich, nicht. Dann Lisa. Passt auch nicht eigentlich. Aber die ist eine Zockerin. Red ist besser. Ich habe auch so ein Gefühl, oder, mit Red. Weil die hat halt so dieses typische Klischee, oder? Die eine ist halt so die langhaarige, so dieses Mädchen halt. Und die andere ist eher so der harte Typ, so. Und das passt ja auch. Du siehst ja auch so eine Rebellionsfrau. Das würde schon passen. Wenn die so die Sportlerin ist und die andere steht so auf dieses. Komm mal ran hier, Baby. Ja? Komm mal ran, Schnalle hier. Das würde schon passen. Was haben wir denn auf Tasche? Linda. Linda, ich ruf dich an. Linda, du gehst nicht ran. Linda, ich hab doch nur geträumt von dir. Linda ist eine flippiges Großstadtmädchen. Also wie ich. Und ein kreatives Köpfchen. Auch so wie ich. Sie trägt niemals Outfits von der Stange. Und würde am liebsten die ganze Welt mit ihren verrückten Ideen verführen. Ja, ich auch. Kunststudentin oder Modedesignerin. Ach, da sind wir wieder bei der Modebranche wieder. Modedesignerin. Aber auch Floristin und Musikerin. Oh Mann, das sind die Pole, zwischen denen sich ihr Berufsleben abspielt. Red und Peg. Finde ich gut. Red ist besser, sang 2. Naja, die ist auch nicht so passend, oder? So vom Gefühl her so. Die eine macht Sport, die andere macht Mode, das passt irgendwie nicht. Meistens ziehen sich ja so diese Gegensätze an, diese so krassen Dinge und dann geht's richtig wieder ab, die Party. Die ist zu lieb, das passt gar nicht irgendwie. Die Bürofrau und die Sportlerin.
passt nicht, oder? Die passt eher zu der Agentin. Die Bürofrau und die Agenten. Die würden sich wahrscheinlich beide gut verstehen, weil die eine ist immer auf Achse und so, die macht immer irgendwelche Geheimnummern, während die andere die Kohle nach Hause bringt, weil die dann immer hier diese ganzen wissenschaftlichen Sachen macht. Und zusammen agieren sie irgendwie zusammen, weil die Wissenschaftler und Technik und so, die kann ja gute Sachen für ihren Geheimzeugs machen und so. Die passen beide gut zusammen, weil die irgendwie das gleiche Milieu quatschen dann. Passt gut zusammen. Während die Sportlerin und die Rebellionsfrau, die passen gut auch zusammen, weil die eine macht Sport, die ist sowieso immer aggro drauf, denn Klischee, Klischee. Und natürlich in ihrer Freizeit vor lauter Energie und weil so völlig austrainiert ist, will sie natürlich auf die Barrikaden gehen, logisch. Da rennt sie bis oben hin. Da rennt sie. Totti, Hallöchen. Im Moment, ja. Das ist ein cooles Klischee, oder? Red on Pack. Eine Umweltaktivistin und eine Sportlerin. Das passt doch, oder? Streetwalkerin. Und vor allen Dingen, sie haben sich dann wahrscheinlich kennengelernt durch das Streetwalken und so, ja. Die eine ist ja Sportlerin, die joggt draußen, die andere macht draußen Streetwalking, ja. Und dabei sind sie sich wahrscheinlich begegnet. Das passt sogar ganz gut. Von der Logik her. Eine Amazone. Das fasziniert natürlich auch die Profisportlerin, weil sie halt so durchgeknallt ist irgendwie, aber trotzdem irgendwie noch wieder cool ist. Wartet schon die nächste Schlacht vor allen Dingen. Ich frage mich, was die für einen Beruf ausübt. Sind sie Umweltaktivist? Was ist das für ein Beruf? Streetwalker in Amazone. Macht sie Politik oder sowas? Nee, aber so sieht sie nicht aus. Was könnte die wohl machen? Pack und Red. Passt irgendwie, oder? Weil ich nur so. Also, die können wir rechts, die können wir leider nicht verändern. Die ist auf jeden Fall im Spiel. Ja? Die hat sie uns sozusagen aufgedrängelt. Pack. Pack und Natascha. Klingt nicht? Pack und Lisa. Klingt aus wie ein Bauernhof, oder? Klingt wie Landwirtschaftssimulator. Peck und Lisa auf dem Bauernhof. Linda, Peck und Linda, das klingt schon wieder wie so eine Romanze auf dem Dampfer. Peck und Linda auf dem Dampfer. Dann haben wir Ellen und Peck. Das klingt so, als ob wir sie im Restaurant getroffen haben und nicht wissen, was sie eigentlich voneinander halten sollen. Aber dann kommt Red und Peck. Da ist irgendwie eine Verbindung. Was meint ihr, Leute? Peck und Red. Zwei sagen ja. Was sagen die YouTube-Leute dazu? Seid mal ehrlich, es klingt, oder? Die völlig durchgeknallte Umweltaktivistin, Streetwalker in Amazone kämpft jeden Kampf. Die Sportlerin auf Akro ist auf jeden Fall nicht abgeneigt, weil logisch. Typisch Sportler. Ja, sie kämpfen auch so. Sind auch die Kämpfer. Sie ist ja eine Profisportlerin, steht da ja. Also ist sie auch eine. Und Betriebstag. Da geht's jetzt mal los. Da kommst du auf Betriebstemperatur. Ja, die braucht es also. Ja. Ja, Mann. Ich würde auch sagen, Pack und Red, oder? Lucy sagt es auch schon. Das sind dann schon drei. Natascha geht nicht. Obwohl, da hätten wir eine schöne Agentennummer. Wahrscheinlich wird die nachher Agent oder sowas. Aber sie passt nicht. Natascha passt nicht. Natascha und Pack passt irgendwie nicht. Eine Sportlerin und eine Agentin. Das ist so praktisch wie, keine Ahnung. Das ist so wie Metallica und Dieter Bohlen. Passt auch nicht so ganz, oder? Stell mal vor, Dieter Bohlen würde bei Metallica mitsingen. Oder bei AC/DC. Dann würde Agnes Young würde ihn hinten die Gitarre reinschieben. Das geht also nicht. Tja. Mit Lisa. Red on Pack. Da, 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 da. Es gibt auch keine Alternative. Eine Alternative wäre höchstens Linda. Aber also Ellen geht gar nicht, finde ich. Ellen geht gar nicht. Natascha. Das ist alle wieder so gleicher Brei mäßig. Und ich habe sowas in der Szene auch so noch nicht gesehen. Und Lisa, ja, Lisa ist so irgendwie so, ja, die braucht eigentlich, also bei Lisa habe ich das Gefühl, sie braucht einen Mann, ja, ehrlich gesagt. Bei Lisa habe ich das Gefühl, die braucht einen Mann, aber dringendst. Nein, sie braucht auf jeden Fall einen Mann, also bei Lisa, die braucht einen Mann. Klischee, Klischee, Klischee. Linda, aber Linda ist zu weich, oder? Flippiges Großstadtmädchen, kreatives Köpfchen, ja, die ist so als so ein weiches Ding halt. Was man sich so alles einreden kann, seid mal ehrlich.
Du siehst jemanden und denkst, ach ja, du bist dies, du bist jenes. Ja, so sieht's aus. Was bist du, Mann oder Frau? Da geht's schon wieder los. Ja, ist das nicht schön, wie sich hier die ganzen Klischees so durch... Ja, so ist es. Aber sie sieht im Moment sexymäßiger aus. Lass uns mal Red sexy vorstellen. Ach, ich sag euch Frauen, Leute. Aber Männer auch. Also, hier geht ja alles ab. Wir hatten vorher gesagt, wir haben auch die Schwuliverse. Aber ich muss irgendwas aufmachen. Ich brauche irgendwas noch anderes. Ich brauche was Nasses als Unterstützung oder so. Habt ihr es gehört? Ach, Coca-Cola ist it. So. Okay, dann nehmen wir Pack und Red. Schauen wir mal, und wenn nicht, starten wir halt wieder neu. Aber wir haben ja bei den Schwuliverts mussten wir auch, glaube ich, ein- oder zweimal neu starten. Ich glaube, einmal. Einmal oder zweimal neu gestartet. Einmal wegen Unwissenheit und zweite Mal wegen Unwissenheit. Nee, wegen Unfähigkeit. Erstes Mal wegen Unwissenheit, glaube ich, oder wenn zweimal, so oder so, wegen Unwissenheit und wegen Unfähigkeit. So weiter, was kommt als nächstes? Wir spielen natürlich das Tutorial. Wir spielen also Red und Pack. Mal sehen. Fängt ja wahrscheinlich genauso an wie bei den Schwuliverts. Aber ist egal, macht Spaß. Brr, nicht so hastig. Lass mal gucken. Die rennen auch wirklich beide so rum. Ja. Hi, ich bin Red. Also ist sie dann. Ich bin Red. Mann, wie mache ich denn die Stimmlagen? Ich weiß. Da kann ich jetzt nicht so, hallo, ich bin Red. Geht ja nicht. Hi, ich bin Red. Ich komme wegen der Anzeige. Mitbewohnerin gesucht. Bin ich hier richtig? Sie hört sich ein bisschen russisch an. Kann Red Heat, Leute. Red Heat ist da. Sag mal, ist sie russisch? Ist Red russisch? Russisch, ja? Ist Red russisch? Warte mal. Psst. Oh, habt ihr gehört? Sie hat eine tiefe Stimme. Hier. Peck hat eine tiefe Stimme. Eine russische, Leute. Eine russische Peck. Peck ist eine Russin. Oh, eine russische Aktivistin. Dann ist sie aber auch gleichzeitig auch ein Hacker. Wenn sie eine russische Aktivistin ist, muss sie ein Hacker sein. Oh Mann, wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Oh Mann, ich habe gerade da hingeguckt. Könnt ihr das sehen? Ich habe gerade hingeguckt und dachte, ich sehe es so im Augenblick, nicht bei Absicht, nicht mit Absicht. Ich guckte gerade da so und dachte, oh, geile Kiste. So, noch eine geile Kiste. So, ich sehe nur geile Kisten. Junge. Pfui, Gosi, nein, geile, stimmt doch, guck doch mal, geile Kisten, Alter. So. Achso, wir haben vorhin nicht drüber weiter nachgedacht. Wollen wir ihnen ein wenig Geld zur Verfügung stellen? Wollen wir ein wenig Geld ihnen wie durch ein Wunder geben oder eher nicht? Was sagt ihr denn so? Wollen wir ein wenig Geld cheaten, dass wir so einen kleinen feuchten Start hinbekommen? So einen kleinen Rutsch? Wuduska. Okay, weiter. Was sagt ihr? Ja, klar. Willkommen erstmal. Ich bin Peck. Bin selbst erst gestern eingezogen. Entschuldige bitte die Unordnung. Das ist doch kein Problem. Kein Problem, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Übrigens am Anfang, sie sind einfach ein Pärchen sein. Sie sind einfach zwei Mädchen, die so praktisch erstmal eine WG haben, oder? Also keiner von den. Warte mal. Nee, warte mal. Peck hat von vornherein schon gesagt, dass sie eigentlich eine Lesbe ist, oder? Also dass sie lesbisch ist. Aber das weiß ja Red nicht. Red weiß nicht, dass sie eine Lesbe ist. Oh Mann, was wird das im Badezimmer? Oh, jetzt wird's heiß, Leute. Ich glühe ja jetzt schon. So, was? Also gut, weiter geht's. Du interessierst dich also für die Wohnung. Na, dann, ja, habe ich ja... Ich muss mir überlegen, wie ich die Charaktere spreche. Vielleicht Glück alleine könnte ich... Das muss ich entwickeln. Ich muss es fühlen. Ja, ich weiß noch nicht. Alleine könnte ich mir die nämlich gern nicht lange leisten. Die ist russisch. Red ist russisch, Leute. Passt ja auch. Red Heat.
Eine Russe mit asiatischen Touchen. Okay. Ich schätze, ich habe mindestens genauso viel Glück gehabt, weil du immer noch jemanden suchst. Ja, das ist wie bei Tom und Niklas. Hat sie gerade Französisch gesprochen? Peck spricht Französisch. Ja, okay, weiter. Komm, ich zeig dir alles. So, warte mal, jetzt sind wir auf, ich vergesse immer alles so schnell. Also, haben wir nicht einen langen Daily oder so? Oder schreibt es gerade keiner auf? Also, Peck war zuerst da. So, muss man es bemerken. Peck war zuerst da. Dann los. Wir hätten das Tutorial auch überspringen können, aber lass uns das mal, lass uns das einfach auch mal machen. Ja. Vollgepäck ins Wohnzimmer und Raps bewegen, klicke auch genau. Jetzt. So viel Platz, ich glaube, hier könnte ich mich wohlfühlen. Genau. Bist du gerade bei dem Bild unten links von Red? Da musste ich gerade an Max Headroom denken. Ich musste gerade an Max Headroom denken. Paranoia, Paranoia. Was? Sieg für mich. Mein Schwarm hat mir geschrieben und möchte in der Pause mit mir an Abhängen scheinen will. Neben mir sitzen. Oh, bei Ninfang geht's jetzt los. Bei Ninfang geht's jetzt los. Jetzt geht es los mit den Frauen und alles sowas. Oder Männer, weiß ich nicht. Männer oder Frauen, weiß ich bei Ninfern nicht. Jetzt geht's bei Ninfern los. Oh, weil die große Liebe kommt. Ach ja, die erste große Liebe. Das war noch was. Die erste große Liebe, Leute. Die vergisst man nie in seinem Leben. Die vergisst du nie in deinem Leben. Man denkt, das ist Klischee. Das ist aber so. Du wirst die erste große Liebe nie vergessen. Wie war denn das nochmal bei mir? Wenn ich euch meine Story erzähle, das glaubt ihr mir nicht, aber da gibt es Fotos von, ja, da gibt es Fotos von. Wenn ihr mir meine erste große Liebe, das glaubt ihr mir nicht. Ihr würdet mir das nicht glauben. Ich habe Stories drauf, Leute, die glauben, aber es gibt Fotos von meinen Stories, ja. Von meinen Sachen gibt es immer Fotos, also sonst würde man mir die ganzen Sachen gar nicht glauben, aber von allem, was ich so erzähle, gibt es auch Fotos meistens. Sonst glaubt man mir das gar nicht. So, los. Ich sag euch, meine erste große Liebe. vielleicht erzähle ich euch mal davon. Aber wenn nur bei Singles. So, Platz haben wir wirklich. Also hier geht's ja, wir überspringen es mal ein klein wenig schneller. Sie sagt jetzt gerade, Platz haben wir genug. Wo gehst du hin? Oh, ich guck die ganze Zeit auf die Kiste. Nee, ich habe die ganze Zeit auf die Couch, auf die geile Couch geschaut. Die ganze Zeit auf die geile, oh Mann, guck mal. Junge, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel spielen kann. Vielleicht kann ich gar nicht Singles Lesbo Bert spielen, weil ich nachher völlig verwirrt bin oder so. Oh, wie sie da steht. Guck mal, yeah, baby. Ich gucke die ganze Zeit auf die Couch. Junge. Was für eine geile Couch. Pfui, nice. Guck doch, ist doch eine Couch. Guck doch hin. So, jetzt auch. Hör mal auf jetzt, Grün. Geh hin. Geh hin, Red. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Ich komme gar nicht zum Lesen. Ah, lächst. Guck mal, du musst auch vorlesen. Halte die mittlere Maustaste gedrückt, genau, um den Rad zu drehen. Genau, wir sollen es gleich da hinten hingehen. Also, wie gesagt, das ist gleich wie bei den Dings. Guck mal, das ganze Dach, das ist komplett ausbaubar. Aber die Frage ist, wann? Wenn wir nie Geld bekommen? Ihr habt noch nicht gesagt, Leute, wollen wir uns ein bisschen Geld cheaten oder nicht? Nicht viel, nur so ein bisschen, keine 80 Millionen oder sowas. Nur so ein bisschen wenigstens. Weil das ist so schwierig, das Spiel. Ja, es ist so schwierig und wir spielen es ja nicht andauernd. Von daher ist bei uns ein ganz anderes Zeitding, als wenn wir es jetzt jeden Tag spielen würden. Dann kommen wir auch ein bisschen voran vielleicht oder so. Ich halte mit Leia und so.
Mit der rechten Maustaste kannst du sie folgen und kannst also jetzt geht es halt darum, dass du erstmal lernst, wie die Maus sich bewegt, dreht und du deswegen rennst jetzt durch die ganze Wohnung, um halt erstmal ein bisschen das Maus-Feeling zu bekommen. Ja, aber das haben wir alle schon mit den Schwulibärs gemacht. Wer jetzt gerade frisch einsteigt, guckt euch die Schwulibärs an, womit wir angefangen haben. Wo wir jetzt erstmal eine kleine Pause eingelegt haben, aber jetzt erstmal die hier anfangen, unsere süßen Lesbobärs. Um halt auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ja, bei den Singles. Das hätten wir auch schon früher mal vielleicht mal machen können. Aber es war einfach mal an der Zeit. Vielleicht spielen wir auch irgendwann die Heterobärs schon mal los. Das ist halt mal so, wenn uns nach Singles ist, nicht, dass wir mal sagen, jetzt müssen wir unbedingt die Schwulibärs spielen oder unbedingt die Lesbo oder so. Kann man immer mal so eine Auswahl von den dreien so. Ist immer ganz gut. Wenn man Bock hat auf Singles und weiß nicht, naja Mensch, gibt ja wenigstens drei Möglichkeiten, die man da spielen kann. Und nicht immer nur eine Möglichkeit. Gut, dann Hinda, sie wartet auf uns. Die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, wer ist denn da, wie sagt man denn, der Mann in der Beziehung? Nein, Mensch, bei Frauen gibt's keinen Mann. Doch, leider könnte ich nur ein paar Möbel aus meiner alten Wohnung mitnehmen. Ach so, leider. Aber das Nötigste ist erstmal da. Das sagt jetzt Peck. Guduska. Okay. Eine Menge ist auch noch in den Kartons. Werde ich auspacken, sobald ich Zeit habe. Warte mal, das sagt jetzt Peck. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Setz dich Red hin und macht mit ihr eine WG oder nicht. Am besten in Ruhe anschauen. Genau, das haben wir zum ersten Mal. Das haben wir nur einmal beim ersten Mal falsch. Also jetzt soll man sich durch die Wohnung begeben. Gucken. Na los, das machen wir mal. Das haben wir nicht beim ersten Mal nämlich gar nicht gemacht. Das holen wir jetzt mal bei den Lesbobärs nach. Also erstmal in die Küche. Warte mal. Kann man da hingehen? Was ist denn da? Da passiert ja nichts. Okay. Oh doch, scheiße, da stand irgendwas. Um dich zu setzen. Achso, da stand mit dem Stuhl. Dann dahin. Dahin. Dit. Hau rein die Kohle. Beide überlegen sich als Einstieg einen Lottoschein zu machen. Und bumm, haben sie einen ordentlichen Startsümmchen. Hau rein die Kohle. Trailer wieder. Was? Kam da jetzt auch ein Text? Nee, oder? Ja, wie gesagt, nur so ein bisschen Geld, dachte ich so. Man muss ja jetzt nicht so viel, so nach dem Motto, jetzt cheaten wir 10 Millionen, dass wir alles komplett ausbauen und dann ist fertig oder so. So natürlich nicht. Halt nur so ein... das Badezimmer muss als erstes renoviert werden, sonst ist man nach dem Waschen bestimmt bald dreckiger als vorher. Genau, Red. Seht ihr, die Sprüche haben wir nicht, letztes Mal nämlich gar nicht alle gehört. Weil wir einfach uns an den Tisch gesetzt haben mit Dings. Reinigkeit und Hygiene werden in einer Wohngemeinschaft großgeschrieben. Es geht noch weiter. Wäsche, was? Wäsche, Reds, Hände am Waschbecken. Klicke auf das Waschbecken. Guck mal, wir müssen sogar noch mehr machen. Warum hat es in der Küche gerade nicht funktioniert? Waschbecken, dann auf dem Button Hände waschen und ihr Hygienebedürfnis wird befriedigt. Während unten der Wert der Körper... Wow, ach so, ist... Ach so, die ziehen das ganze Ding komplett durch, oder was? Tatsächlich. Okay, na so viel wollen wir denn nun doch nicht, das wissen wir ja alles. Gehen wir mal ins Schlafzimmer. Das wird ein Zimmer, dafür werde ich sorgen. Was? Das wird mein Zimmer. Ach, kick mal ihn an. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch überlegen, welches Zimmer Red bekommt. Und guck mal hier, das wird mein Zimmer. Wisst ihr, was mich gerade interessieren würde? Welches Zimmer wäre denn für Tom und Niklas gewesen? Ich denke mal, weil die Fragezeichen sind bestimmt an der gleichen Stelle, oder? Also haben wir instinktiv, ja, wir haben instinktiv bei Tom und Niklas Tom das richtige Zimmer gegeben. Stellt euch mal vor, der hätte das auch so gesagt und das hätte aber in dem anderen Zimmer gesagt. Und der hätte aber immer in den anderen Zimmer schlafen müssen, obwohl er gesagt hat, ich will aber in dem Zimmer schlafen. So nach dem Motto, so wie jetzt, ja. Jetzt sagt Red, sie möchte, das ist ihr Zimmer und wir lassen sie aber immer da schlafen. Dann ist sie eigentlich vielleicht haben wir das auch nicht mitberechnet. Weil ich glaube, wir hatten bei den Schwulibärs, haben wir das instinktiv richtig gemacht. Also ich denke mal, die werden jetzt nicht so dynamisch sein, dass jetzt bei den Schwulibärs das Fragezeichen auf der anderen Seite war. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Bis jetzt ist ja alles gleich. Also wird das Fragezeichen wahrscheinlich auch bei den Schwulibärs an der Stelle gewesen sein. Und das heißt wiederum, Tom war ja der gekommen ist, oder? Tom war der nicht da war. Nikolas war, glaube ich, schon da. Und Tom ist gekommen, oder? Das heißt, Tom ist ja dann auch praktisch wie Red. Und Tom hätte dann auch dieses Zimmer bekommen, oder? Ja, denke ich mal.
Tom war ja, glaube ich, Tom is coming, ja? Tom is coming in the house. Und ist going dann in das Zimmer hier rein, ne? Herrlich. Ist herrlich, ist eigentlich nicht schön. Ist gut, wenn man Englisch kann. So. Und ja, Mensch, lassen wir mal noch das Küchenmanöver probieren, weil da haben wir irgendwie gerade nichts gefunden, wie man so schon sagt. Ah, und die Klamotten passen gut hier in die Kommode. Ja, dann hat sich's ja schon entschieden, dann kriegt er so Red dieses Zimmer oder was. Ja. Aber wenn wir mal, wir hätten jetzt überlegt, welches Zimmer wir Red geben würden. Hätten wir denn Red dieses Zimmer gegeben oder hätte sie das andere Zimmer bekommen? Aber ehrlich gesagt, ich hätte auch Red dieses Zimmer gegeben. Was meint ihr? Hättet ihr Red dieses Zimmer gegeben? Was hättet ihr so gedacht? Ich weiß, das ist schon zu spät. Aber was hättet ihr, vielleicht habt ihr das ja auch schon gedacht gehabt, Red bekommt dieses Zimmer oder so. Hattet ihr vielleicht so eine Idee vorher? Hattet ihr so ein Gefühl, wo passt Red in welches Zimmer hin? Also vom Gefühl hatte ich auch das Gefühl, dass Red passt in dieses Zimmer, oder? Ich hatte auch so dieses Gefühl. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, oder? Kann es sein, dass Red ein größeres Zimmer hat? Nee. Oder nee? Aber sie hat einen anderen Schrank. Und sie hat ein größeres Bett, oder? Sie hat ein größeres, hat sie ein größeres Bett? Nee. Du, 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 du. Wusch. 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 Okay, los, lass uns. Zack. Geh mal da rein. Die Kommode bietet dir passende Kleidung. Ja, das wissen wir doch. Red. Los jetzt. Geh in die Küche. Oh je, hier muss wirklich viel getan werden. Der Herd dort sieht aus, als wäre er 100 Jahre alt. Ob er überhaupt noch funktioniert? Besonders alte oder anfällige Einrichtungsgegenstände können kaputt gehen. Ja, die neuen auch. Wir hatten ja neue gekauft bei dem Schwulibär. Ist auch immer alles am Arsch gegangen. Um zu überprüfen, ob er noch funktionsfähig ist, klicke dazu auf den Herd und dann auf Button einschalten. Wow. Ja, der ist jetzt gleich kaputt gegangen. Oder? Ach du Schreck. Das ist ja ganz gemein. Ist jetzt nicht wahr. Lass nur. Das macht er öfters. Ich hätte Red das andere gegeben. Mensch, du musst wieder unter Rolle fallen. Du musst wieder unter Rolle fallen, Mensch. Mensch. Jetzt haben wir sogar noch den Herd kaputt gemacht. Muss dann das sein? Können wir gleich reparieren? Wir können. Sag mal, kann es sein, dass es schon läuft? Das läuft schon. Das läuft ja schon. Das geht gerade los und der Herd ist schon im Arsch. Das ist ja gemein, ja. Das ist schon wieder gemein. Was sagt ihr denn? Wollen wir ihnen ein bisschen Geld zukommen lassen? Ein bisschen Freude wenigstens. Was meint ihr, Leute? Ja oder nein? Keine Ahnung. Dann ist die Frage, wie viel Geld? Wie viel Geld? 5.000? 10.000? 5.000? Mal gucken, es ist Samstag. Die verbrauchen jetzt sowieso wieder Geld. Die verbrauchen zweimal jetzt Essen Samstag, zweimal Essen Sonntag und dann noch den Montag brauchen sie auch nochmal Essen. Dann sind schon wieder wahrscheinlich ein Tausender weg oder so. Auf jeden Fall wahrscheinlich so 200, 300 Euro sind dann schon wieder an Essensgeld schon wieder weg. Nix schieten, sagt man von. Nein, Tausender Ninfan. Ein Tausender, ein Zweitausender oder sowas. Ein Tausender, Zweitausender oder so. What? Go. C-O-C, what? Menno. Cosi. Lucy sagt Cosi. Wie meinst du denn das jetzt, Lucy? Du sagst Cosi, ich sag Lucy. Was machen wir, Leute? Wollen wir ihnen ein wenig Geld geben? Wir haben es sonst wieder so schwer, Mensch. Guck mal, ist ja, wir hören ja auch schon fast wieder auf, Mensch. Klaus, Hallöchen. Hallöchen. Und herzlich willkommen bei den Lesbo-Bärts. Was wäre Cheaten? Ach, Ninfan, aber es ist so schwer. Wir kriegen ja hier gar nichts. Guck mal, wir brauchen jetzt wieder mindestens 20 Teile, bis wir uns wahrscheinlich wieder einen Tisch kaufen können oder so. Was sind die beiden überhaupt? Lass uns mal kurz gucken. Erstmal nichts. Was sind denn die beiden so? Extrovertiert. Also sie ist ja eine Freiheitskämpferin.
Dennis bodenständig wohl nicht hier Ding. Unmoral. Unordentlich ist er auch noch. Nee, ausgeglichen. Du sollst es entscheiden, Cousin. So. Unfreundlich ist er auch noch. Stabil. Auch nicht. Doch stabil. Und die andere? Sag mal, warte mal. Achso, gehen jetzt beide nicht. Achso, weil sie noch keine Dinge. Wieso denn nicht? Was ist die denn? Was? Flugblattverteilerin? Ach du Scheiße, die ist tatsächlich eine Rebellin, Leute. Was wird denn sie nachher? Also wird sie nachher Anonymous oder was? Wird sie nachher zum Anonymous, wenn sie jetzt schon eine Flugblattverteilerin ist? Naja, Ninfan ist ja nicht so richtig Cheat. Nein, ein bisschen Geld, Mensch. Ein bisschen weh. Guck mal, wir haben nur 2000. Und wir haben nichts. Und wir brauchen dann bestimmt wieder, genau, 17 Teile oder so. 17 Teile, bis wir dann mal wieder uns ein Bett kaufen können oder so. Das heißt, die nächsten 10 Teile werden wir hier nicht viel schaffen. Weil wir ja nichts haben. Lass die im Lotto gewinnen. So oft spielst du die nicht. Und die beiden Süßen kommen mit einem kaputten Herd in guten Start brauchen. Können einen guten Start brauchen. Ja, ein bisschen wenigstens, oder? Wenigstens ein bisschen, Mensch. Wir spielen die ja nicht oft. Wir spielen ja nichts oft. Das heißt, bis sich hier mal was bewegt, bis wir hier was sehen, dann vergehen wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Teile, 30 Teile oder so. Wir spielen ja immer nur normalerweise anderthalb Stündchen oder so. Da passiert ja nicht viel. Deswegen, ein bisschen Geld, können wir wenigstens ein bisschen Freude haben. Irgendwie so. Wird ja sowieso noch schwer alles. Das habt ihr doch gesehen bei den Schwulibärts. Selbst als wir bei den Schwulibärts da ein bisschen Geld hatten, es läuft immer noch nicht richtig alles. Wir sind da immer noch beim Start eigentlich. Wir sind da immer noch beim Start. Ja, eigentlich, wenn normalerweise, es geht so weit bei den Schwulibärts, wenn sie dann ein Pärchen sind, dann ziehen sie oben in diese Villa oder in diesem Bungalow. Es gibt noch so ein Penthouse. Es gibt ein Penthouse und eine Villa. Das heißt, bis wir die Schwulibärts zur Villa gebracht haben oder zum Penthouse, keine Ahnung, da spielen wahrscheinlich 500 Teile Singles nur die Schwulibärts. Keine Ahnung, wie lange. Ja. Geschweige denn irgendwann die Lesbobärts und die Heterobärts. Das heißt, wir werden wahrscheinlich niemals die Villa sehen und niemals das Penthouse oder sowas. Mit Garten und alles mögliche, mit dem Garten und sowas alles. Das werden wir nie sehen. Und irgendwann wollen wir noch den zweiten Teil von den Singles spielen. Das heißt, wenn wir da nicht ein bisschen mehr machen, irgendwie so, dann werden wir das alles nie sehen. Wir werden es nie sehen. Vielleicht in 2 Jahren oder so. Keine Ahnung, 3 Jahren, keine Ahnung. Was kommen auch noch viele andere Spiele vielleicht dazu? Durch die Multiplayer-Spiele und so, ja, da haben wir viele, viele, viele Spiele. So, setzen wir uns an den Tisch. Wir wollen mit ihr zusammengehen. Als WG. Hinsetzen, bitte. Macht die nicht? Mach doch mal. So, wir haben angehört. Mir gefällt es hier. Ich möchte gerne einziehen, sagt Red. Beide sitzen da wie Roboter. Das freut mich. Zum Glück haben wir ein bisschen Zeit, weil gerade Wochenende ist. Wenn du magst, können wir ja irgendwann heute oder morgen die Kartons im Flur auspacken. Montag habe ich nämlich schon meinen ersten Arbeitstag. Genau, wir müssen jetzt mal gucken, was die da arbeitet. Wahrscheinlich Sportlerstudentin oder sowas. Ja, was? Ja, ich auch. Du lügst doch, Red. Du bist hier Zettel. Du bist hier Anonymous, bist du hier. Red, Leute, Red ist bei Anonymous. 100 Pro. Die ist bei Anonymous. Sie hat einen russischen Akzent. Sie ist Freiheitskämpferin. Ja, sie ist ja so eine Rebellin. Da bleibt da klarer Fall. Wenn die aus dem Haus geht, dann setzt sie sich irgendwo die Maske auf und dann taucht die ganz tief ein da. Also die ist auf jeden Fall, die ist Black Lady hier. Die ist auf jeden Fall. Das ist also, wir haben ja so eine Hackerin hier. Red ist eine Hackerin. Ja, ich auch. Was soll ich tun, wenn ich mit den Kartons anfangen will? Ja, wir sollten gut aufpassen. Also sie soll damit anfangen. Einfach draufklicken und schauen, was drin ist. Ja, Mann. Jetzt geht's los. Also zusammen auspacken. So, warte mal, jetzt können wir mal gucken. Flugblattverteilerin, 150 Euro. Aber nach ihrer Arbeit macht sie rebellische Sachen.
Auf jeden Fall. Was hat sie überhaupt auf Lager hier? Erstmal nichts. Wir haben da erstmal nichts. Und die andere, was kann die denn jetzt so? Was ist die denn? Amateursportlerin. Ah ja, die will da mal eine Profisportlerin werden. Oh Mann. Puh. Amateursportlerin. Kriegt aber schon 150 Euro, hat sie drauf. Ist ja schon mal was, oder? Was gibt's noch zu glotzen? Haben wir noch so ein Glotzen? Nö. Achso, jetzt hier. Jetzt können wir vergleichen. Ach du Scheiße, die sind beide fast auf dem gleichen irgendwie Emotionslevel so. Ach du Kacke, beide sind zu extrovertiert. Ach, dann knallt's aber richtig bei den beiden, ne? Bei Niklas und Tom sieht's ganz anders aus. Und bodenständig ist so, ist beide nicht so das Ding, oder? Die sind beide nicht so bodenständig. Nee, Quatsch, andersrum. Beide sind bodenständig auch noch. Ach du Scheiße. Naja, die eine vertritt harte Werte, die andere ist eine Sportlerin. Mann, und ordentlich sind sie beide auch noch. Und beide unfreundlich. Oh, Schande. Und beide stabil. Das ist ja voll die harte Beziehung. Das ist ja richtig eine stabile Beziehung. Also die bringen wahrscheinlich, die zünden zusammen das Reichstags hier, das Gebäude an, das Reichstagsgebäude. Junge. Die eine rennt mit der Fackel und die andere hat das Sprengding hier so. Das wird dann noch eine harte Geschichte mit den beiden. Ja, Mensch, packen wir es mal aus. Kartönlein auspackeln. Also erstmal du. Ach was, was für eine Unordnung. Vielleicht sollte ich einfach ein wenig auspacken. Sie wird sich sicher freuen, wenn ich ihr helfe. Und meinen guten Geschmack im Punkto, genau, das hat Dings auch gesagt. Also Niklas, Tom, besser gesagt. Nee, Tom. Jetzt geht's los. So, dann warte mal. Wir sind ja bei den Lesbobärts. Da sollten wir es mal ein bisschen irgendwie anders machen. Weil wir wollen ja nicht das Gleiche machen. Lasst uns kreativ sein. Guck mal, die repariert ja gleich. Das ist ja cool. Die repariert ja gleich. Peck ist gleich am Reparieren. Was? Kann man einmal platzierte Gegenstände auch? Ja. Die Leute, aber wenn wir uns ein bisschen Geld machen, ja, dass wir ein bisschen wenigstens uns was leisten können. Was wollen wir, wie viel Geld wollen wir uns dann ein wenig machen? 1000? 2000? 5000? Mal guck mal. Wir können später noch die ganzen Wände tapezieren, ja? Die Wände können tapeziert werden. Der Fußboden kann gemacht werden. Die Decke kann gemacht werden. Da draußen, ja? Hier draußen. Guckt euch mal dieses riesen Parcours da, den riesen Parcours da draußen. Das kann alles ausgebaut werden, ja? Denn alle Zimmer, die Schlafzimmer, das Wohnzimmer, die Küche, so viel Geld, wie wir da brauchen. So viel Geld. Und dann sind wir mit dem selbst, wenn das alles fertig ist. Dann haben wir es noch nicht geschafft, ins Penthouse zu kommen. Oder keine Ahnung. Und in die Villa zu kommen. Da geht es ja wieder von vorne los. Ich glaube nicht, dass wir alles mitnehmen können. Das heißt, in der Villa fangen wir wieder von vorne an. Das meine ich damit. Deswegen braucht man vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil wir kommen ja... Ja... Es ist jetzt nicht so, als ob wir das hier alleine spielen, für sich selber, sondern wir spielen es ja praktisch auch für euch. Also für die Zuschauer, zum Zuschauen. Wenn aber nichts passiert, weil wir ja nie Geld verdienen, weil wir es immer alles aufessen. Bei den Schwulibärten, da essen wir immer alles auf. Wir essen immer alles auf. Das heißt, wir kommen gar nicht so richtig zu Geld, um irgendwas zu machen. Das wird dann auf Dauer sozusagen ein bisschen eintönig, dann weil wir ja nie was machen können. So, den Tisch. Na Leute, was wollen wir machen? Wie wollen wir es hinstellen? Bei den Schwulibärts haben wir hier die Couch und die gucken direkt aus dem Fenster. Frauen lieben ja die Übersicht. Frauen wollen alles sehen. Ja, Frauen wollen alles sehen, sie lieben die Übersicht. Das heißt... Moin, moin zusammen. Chris, hallöchen Chris. Mach eine runde Summe, 7000. Das ist eine runde Summe, ja. 7000 ist eine runde Summe. Mach eine runde Summe. Wenn schon einmal cheaten, dann gleich gutes Startkapital. Denn wegen 1000 könnte es sich gar, lohnt es sich gar nicht. Da hast du auch wieder recht, Lucy. Frauen lieben es, am Fenster zu sitzen.
Und warum lieben es Frauen am Fenster zu sitzen? Na, weil sie da ein Buch lesen. Sie setzen sich ans Fenster und lesen ein Buch, dann gucken sie raus, sehen die Schmetterlinge, sie sehen die Vögel, wie sie vögeln, also nicht? Sie sehen die Vögel, wie sie vögeln und sie freuen sich, wenn kleine Wölklein am Himmel vorbeiziehen. Das sind Frauen. Servus. Servus, Gamer. Frauen lieben es halt, wenn es draußen vögelt. So. Die Laterne haben wir gerne. Wo stellen wir sie denn hin? Ans Fensterlein? Nein. Ein bisschen weiter in den Raum. Frauen lieben große Räume. Männer wollen es ja eher kompakt. Bei den Männern muss es immer kompakt sein. Klischee! Oh, da hat jemand so abgekürzte Dinger. Er sagt Abend. Guten Abend. Und herzlich willkommen bei den Lesbo-Bärts. Genau, Lucy. Einmal richtig und Gutes, wa? Cosi, Gutes, wa? Cosi, mach ein ordentliches Lottoschein 10.000. Fertig. Ja, Mann. Und dann nie wieder. Oh, Klaus, Mensch. Hostet mich. Danke, Klaus. Kannst du die Couch schräg stellen? Nee, leider nicht, sonst hätte ich das alles schon gemacht. Leider nicht. Wir können die Couch leider nicht schräg stellen. Leider nicht. Wir sind hier ganz nach. Das ist wie ein deutsches Spiel. Bei uns können wir nur rechts, links, geradeaus, vorwärts und so weiter und so fort. Leider nicht. Ja, logisch, wenn nur einmal cheaten, Leute. Also wenn nur einmal ein bisschen Geld, dass wir halt ein bisschen in der Geschichte vorankommen, ein bisschen, dass wir irgendwann mal die Villa bei irgendjemandem sehen, bei den Schwuli oder bei den, bei den Schwuli, jetzt kommen wir ja auch nicht voran. Wie gesagt, wir spielen schon, keine Ahnung, den 17. Folge oder so, sind wir noch nicht vorangekommen. Nicht mal annähernd. Und das sind noch so weit weg von Gut und Böse. Und deswegen ein bisschen Geld, dass wir wenigstens ein bisschen was machen können, wenigstens ein bisschen irgendwie oder so. Weil die beiden haben immer den untersten Level. Das heißt, die lernen sich nie kennen. Da kommt nie was zustande. Weil, und arbeiten, die tun nur arbeiten. Es bleibt keine Zeit für nichts, weil wir nur die Werte versuchen hochzuschrauben. Wir kommen ja zu nichts. Geschweige denn, dass wir hier mal Wände verstellen können. Die Wände umstellen kostet auch Geld. Du kannst hier die Wände umstellen, du kannst hier Fenster reinmachen, was nicht alle. Aber dazu braucht man Unmengen an Geld, die wir aber nicht haben. Und die wahrscheinlich, wer weiß, wann die verdienen. Aber wir spielen ja immer nur anderthalb Stunden. Theoretisch müsstest du hier, keine Ahnung, täglich 5 Stunden spielen, damit du vorankommst. Abend! Abend! Genau, also Frauen wollen am Fenster sitzen. Das ist ganz klar. Ja? Der Fernseher ist gar nicht so wichtig bei den Frauen. Ja, denn Frauen lieben Gespräche, Quatsch mit ihren anderen Freundinnen, schön schnacken, dazu ein bisschen schön Musik und so. Ja, die Männer, die brauchen ihren Fernseher. So, was haltet ihr davon? Guck mal, mit Tischlein so. Den Fernseher stellen wir dann da an der Lampe hin. Also nach dem Motto, naja, dann steht die Kiste halt da, wenn wieder Kerle kommen, damit sie Fernsehen gucken können. Ja. Was haltet ihr davon? Da kommt doch der Fernseher, den knallen wir hier an die Wand. Da freuen sich die Kerle dann, wenn sie mal zu Besuch kommen dürfen. Bei den Lesbo-Bärts. So, jetzt dann kommt sie. Achso, sie repariert gerade. Soll sie jetzt ganz alleine auspacken? Bin mir nicht ganz sicher, weil sie repariert gerade. Da muss sie mindestens zweimal was auspacken. Was denn jetzt? Was haben wir denn bekommen? Was ist denn das? Ach, ein Telefon. Ja, das Telefon darf bei Frauen nicht weit wegstehen. Das ist ganz klar. Die Männer, bei den Männern reicht es, wenn es im Flur steht. So nach dem Motto, warte, klingelt? Was klingeln die Scheiße? Ich bin am Zocken, Mann. Aber Frauen, wenn es klingelt, da sind die aber sofort da. Da sind die sofort dabei. Deswegen muss natürlich, ist ja klar, ist das Telefon hier vorne im Wohnzimmer auf dem Tisch. Obwohl, dann stört es natürlich. Aber wir schauen mal, wir mal sehen. Die Kommode vielleicht, genau, stellen wir es mal hin, wenn wir die Kommode haben, stellen wir es hier vorne irgendwie hin. Ich habe es jetzt erstmal provisorisch abgestellt, ja, erschreckt jetzt nicht. Wusch. Wusch. So. Ich weiß jetzt nicht, lassen wir jetzt... Sollen wir jetzt alle auspacken? Ich weiß nicht, ob sie sich dann benachteiligt fühlt, Peck oder so. Nicht, dass Peck sich benachteiligt fühlt. Bei den Schulibärts haben wir es anders gemacht. Da hat jeder einen Karton ausgepackt und alle waren glücklich. Nicht, dass sie schon rumzickt, nur weil sie jetzt ein bisschen mehr auspacken muss oder so. Was kommt jetzt? Hallo?
Bist du jetzt abgestürzt oder was? So viel. So viel kann ich sagen. Nein, geh mal, dann mach den nächsten. Und? Was ist es denn? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Okay. Was kommt denn jetzt? Ein Stuhl. Ja. Stuhl noch vor dem Fernseher? Ich glaube, dann rasten die Männer aus. Wenn vor dem Fernseher ein Stuhl steht, ich glaube, dann flippen die Männer aus. Naja, Stuhl, wir brauchen eigentlich diesen Stuhl erstmal nicht. Stell es mal dahin, stell mal das Ding da ab. Also machen wir ein bisschen Geld, oder? Machen wir uns ein bisschen Geld, versammeln die alten Möbel und dann schauen wir, wie viel Geld wir haben. Also einmalig, eine einmalige Summe, dass wir uns ein bisschen was ankaufen können. Was ist das jetzt? Der Fernseher, da ist er. Da ist er, der Männerfernseher. So, den stellen wir hier an die Wand. Was sagt er dazu? Die ackert wie ein Tier. Die ackert wie ein Tier in der Küche. Ach, da steht da noch eine Lampe rum. Wann haben wir die denn ausgepackt? So, die Lampe auf dem Tisch wieder? Aber können wir die auf dem Fernseher stellen eigentlich? Nee, oder? Schade, ich dachte, die können wir auf dem Fernseher stellen. Geht nicht! Können wir das Telefon auf dem Fernseher stellen? Nein, geht nicht! Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so beabsichtigt gewesen, dass praktisch Peck der ganzen Weile wegen so, also Peck, dreh den TV an, ein wenig zu Sofa. Geht ja nicht. Leute, geht nicht. Du kannst nur so gucken, kannst nur so machen. Du kannst immer nur gerade Linien machen, hier so. Ja, du kannst also nur so machen hier, nur so hinstellen. Und das ist ja nun, ja. Sehr disharmonisch. Würde die Frauen würden jetzt sagen, oh nein! Disharmonisch. Die Frauen würden den wahrscheinlich eher so hinstellen. Und die Männer würden denken, hey, what the fuck, Alter? Hey, was ist denn jetzt hier los? Es geht nur so, Leute. Wir können es woanders hinstellen. Ja, ich bin offen für jede Kritik, also kein Problem. Ich bin offen für jede Kritik. Vielleicht ist es ja so tatsächlich so geplant vom Spiel her, dass die eine repariert, während die andere auspackt oder sowas. Wir machen's mal. Wenn nicht, lassen wir einfach die Dings noch ein bisschen was anderes schuften nachher. Was gibt's denn jetzt? Eine Mülltonne. Eigentlich müsste so wie die aussieht ins Badezimmer. Aber gut. Ist auf jeden Fall besser als die andere, die war da. Man steht nicht richtig. Steht ja mitten im Raum. Stell doch mal an die Wand da. So, Katzenlos sind sauber, ich bin wieder am Start. So, Katzenlos. Katzenklos, nicht Katzenklos. Nicht Katzenlos, sondern Katzenklos. Ja, Noctea, du Single-Profi, Single-Spieler-Profirin. Wir sind jetzt bei den Lesbo-Bärs. Und wir haben uns beschlossen, wir wollen uns ein bisschen Geld cheaten, ja. Wir wollen uns ein bisschen Geld cheaten, aber sonst kommen wir in der Geschichte gar nicht voran, wie bei den Schwuliberts. Dann spielen wir nachher wieder 20 Teile, bis die beiden mal endlich an einem gepflegten Tisch einigermaßen sitzen. Und da ist immer noch nichts passiert. Geschweige denn, dass die beiden besseren Job oder sowas haben, ja. Deswegen wollten wir uns hier ein bisschen Geld cheaten. Da hatte ich gerade gefragt, ja. Und das war so dass wir uns vielleicht so 1000, 2000, 5 oder 10.000 cheaten. Wir waren jetzt gerade bei 10.000 angekommen für einen Lottogewinn. Dass die halt durch Zufall einen Lotto gewinnen. Kann ja passieren. Das kann ja passieren. Weil die werden jetzt am Wochenende werden sie sowieso wieder 300-400 Euro auf Deutsch gesagt verfressen, die beiden. War nur im Chat nicht. Achso, okay. Ich Sims 4. Genau, in dem Fall ist ein Sims-Zocker. Du hast circa 10-mal nach Name, 10-mal gefragt. Siehst du? Noctea hat aufgepasst. Und es hat ganz lange gedauert, bis einer geantwortet. Waren wir schon wieder so lange Daily oder so? Hatte ich auch schon dreimal gefragt. Aber ich krieg keine Antworten.
Alle sind so fasziniert von den Lesbo-Bärts, dass sie keine Hand frei haben, um mal zu tippen. Pfui, nein, wirklich. So, die Blümchen. Wir haben diesmal, die Frauen wollen das anders alles hier. Ich will das nicht so wie die Schwuli-Bärts haben. Genau, vor allen Dingen sonst sieht das nachher bei ihr alles so aus wie bei den Schwuli-Bärts. Wir wollen aber anders sein. Wir sind jetzt hier bei den Lesben. Da muss der Käse anders, da muss es hier anders, klar, es ist anders alles hier. So, das war der ganze Geluck. Jetzt geht's los. Down. Gut gemacht, alle Gegenstände sind jetzt ausgepackt. Ja, guck mal, sie ist jetzt auch fertig. Das ist bestimmt so beabsichtigt. So. Dann machen wir uns jetzt ein bisschen Geld. Sagen wir 10.000. Wir machen uns 10.000, versemmeln das alte Gelumpe und schauen, was wir uns einrichten können. Und dann geht's richtig los. Ja. Ich weiß. Es ist vielleicht nicht, ich weiß nicht. Warum sollen die nicht ein bisschen Glück haben, die Mädchen? Warum sollen die Mädchen nicht ein bisschen Glück haben? Dass sie halt irgendwie ein bisschen Geld gewonnen haben. Ja, Mann. Weil ich würde schon gerne mal auch die Wohnung umbauen. Die Wände an eine andere Wand ziehen oder wegmachen. Ich würde gerne vielleicht mal einen anderen Fußboden machen. Andere hier Teppiche oder Tapeten. Keine Ahnung. Hier kann man so viel machen, aber ohne Geld. Das zieht sich bestimmt keine Ahnung. Wenn wir das nicht uns kein Geld besorgen hier. Selbst wenn wir uns 10.000 besorgen, haben wir uns gerade mal das Nötigste gekauft. Ist ja nun nicht so, dass jetzt alles luxuriös bis zum Endgame ausgebaut ist. Ganz im Gegenteil. Da fehlen dann immer noch Lichtjahre. 10.000 ist ja hier gar nichts. Mach es einfach gut. Na los, Leute. So. Kommt heute die Erotik? Mensch, Nymphen, die sind doch gerade mal, haben sich gerade mal kennengelernt. Es geht doch gerade erst mal los. Hast du denn bei den Schwuli-Bärts nicht aufgepasst? Nymphen? Du weißt doch, wie sich das alles hinzieht. Deswegen wollen wir ja ein bisschen Kohle haben. Damit wir mal ein bisschen schneller irgendwas machen können. Ein bisschen wenigstens. Und dass wir nicht wieder 20 Teile und 80 Teile warten müssen. Deswegen wollen wir noch ein bisschen flüssiges Gold. Okay, lass uns... Warte mal, gut gemacht. Genau, gut gemacht! Fähigkeitspunkte hat noch keiner, oder? Nein, hat noch keiner. Gut, schön. Dann hier. Schieben wir uns also ein bisschen Geld. 10.000 dazu heißt 12.000. Die können also noch gar keine Erotik machen. Das ist das gleiche wie bei den Schwuli-Bärts. Die werden sie wahrscheinlich angiften beide. Das ist nichts mit Popo klatschen und so. Wird ins Bett. Ach so, ja, das werden wir noch hinbekommen, oder? 22 Uhr, gleich 23 Uhr, Mensch. So, wie war das nochmal, das Cheaten? Achtung, wir cheaten jetzt, ja. Wer nicht wissen will, wie man hier cheatet, ja, der guckt jetzt weg. Wer jetzt nicht wissen will, wie man cheatet, der guckt weg, bitte, ja. Wir cheaten aus Verzweiflung, weil wir ja nicht so oft spielen. Und damit wir auch ein bisschen was für die Zuschauer zeigen können, damit die Zuschauer ein bisschen Freude haben können, beschleunigen wir es ein klein wenig schneller, ja. Dass sie praktisch mal, statt dass wir 100 Teile brauchen, dann vielleicht nur 50 Teile brauchen, bis wir endlich mal den ersten Kuss sehen oder so. Oder sagen wir, statt 150 Teile vielleicht nur 100 Teile brauchen, ja. Deswegen ein bisschen Starterhilfe. Also, wer nicht wissen will, wie man cheatet, der guckt jetzt mal weg eine Weile. Ich sag, wenn wir fertig sind. Okay, jetzt mal Augen schließen. Also was? Also allein. Ja, Nymphen, hallo, die haben sich gerade kennengelernt, das ist eine normale Frauen-WG, da ist nichts mit lesbisch und so. Das muss sich erstmal entwickeln, die müssen sich erstmal näher kommen, ne? Komplimente machen und dieses Ganze, du weißt schon und so. Frag mich nicht, das werden wir sehen, wie die Lesben es machen. Das ist ja alles so wie bei den Schwuli-Bärts. Wir werden es noch herausfinden. Vor allen Dingen werden wir noch herausfinden, wie die Schwulen das machen. Ich sag mal Düdel. So, ruhig jetzt. Konzentriert euch. Also wir stellen uns erstmal was hin. Wir brauchen was Teures. Was Teures? Am besten etwas mit einer runden Summe, damit wir nicht wieder so eine ungerade Zahl hinbekommen. Wir brauchen was mit einer runden Summe. Am besten. 100 ist ein bisschen knapp. Haben wir was Größeres? 600. Lässt sich schlecht. Gibt es was mit 500? 530? 180? Irgendwas Rundes. 600? Gibt es was mit 500? Wäre cool. 1200?
200, 200 ist auch gut. 490, mach doch mal was mit 500, Mann. 340, 29. 600, 200, 300. Hier nicht. Natalo. Nee, Hallöchen. Natalo. Lass mal ins Badezimmer wechseln. Ich will eine runde Summe. Wo haben wir eine runde Summe? Das rechnet sich dann. Lässt sich besser schieden. 1500. Das ist es. Dann machen wir was anderes, was cooleres. Nee, 1500. Also das. So. Nee, mach mal zurück. Und zwar... Nein, nicht... Nein. Da. 3000. 6000. 9000. 9000. So, und dann hinstellen. Schreib mal her. So, 13. Haben wir 500 mehr, weil es ging nicht alles mit der Berechnungstabelle. So, jetzt haben wir das Geld. Jetzt können alle, die jetzt weggeguckt haben, jetzt könnt ihr wieder hingucken. Wir haben das Geld jetzt, ja? Alle, die nicht wissen wollten, wie man cheatet, jetzt könnt ihr wieder gucken. Wir haben es erledigt. Wir haben jetzt 12.500 Euro. So. Ich hoffe, ihr habt alle weggeguckt. Ja, ich hoffe, ihr habt alle weggeguckt. Ja. Bei Hypnos Volt lernt man noch cheaten. Ach ja. So, dann eine alte Gelumpe alles weg. Nee. Erstmal das Nötigste, das wie gesagt, nur das Nötigste. Wir wollen ja nur das Nötigste. Das heißt, wenigstens eine schöne Couch, dass wir da ein bisschen Power bekommen. Das heißt, eine schönere Couch. Und diesmal versemmeln wir die dann auch, die alte Couch. Damit wir hier eine schöne Wohnung hinbekommen. Und los geht's. Wo gibt's Couch? Such Couch. Da Couch? Nix Couch. Da Couch? Nee, da Bett. Denn da oben, so da oben. So, wir wollen natürlich nicht übertreiben. Wie gesagt, wir müssen trotzdem rechnen. Wir haben nur 12.500. Das hört sich jetzt viel an. Aber die beiden essen am einen Wochenende wahrscheinlich 300, 400 Euro weg. Also, oder sagen wir auf jeden Fall 200, 300 Euro essen, weil die eine Mahlzeit kostet 40 Euro. So, kannst du ausrechnen. Ja, beide Mahlzeiten macht zusammen wahrscheinlich, was sagen wir, 30, so, ich glaube 30 Euro. Das heißt, zwei Mahlzeiten macht schon 60 Euro für einmal Essen. Zweimal am Tag, ja, sind wir schon bei 120 am Wochenende. Also Samstag, Sonntag, ja, sind wir schon bei 200 noch was. Ja, geht das, und wenn wir noch Freitag auch noch, dann haben wir also ganz schön was Geld ausgeben. Nur für Essen. Und die verdienen nur 150, die beiden. Erstmal. Also, ihr seht schon, Geld ist hier echt Mangelware. So, was wollen wir ihnen denn für ein Sofa hinstellen? Zeig mal her, das Komfort plus 2 ist das gleiche wie das rote, oder? Ja. Dann machen wir pink, oder? Weil die Schwulibärts haben die rote, dann nehmen wir die pinke, oder? Pinke, weil die anderen sehen so ein bisschen altbacken aus, oder nicht? Aber die bieten noch mehr Power. War ja wieder mal klar. Die essen aber viel. Ja, Mensch. Natalu, wir spielen jetzt doch die Lesbo-Bärts. Wir spielen jetzt die Lesbo-Bärts und die eine ist eine Hoch, die will mal eine professionelle Sportlerin werden. Die frisst wie ein Scheunendrescher wahrscheinlich. Ja, die will eine professionelle werden, also Sportlerin. Was? Mutschwert schwingen. Ein Yuki. Was ist denn ein Yuki, Mensch? Die kaufen das teuerste. Die kaufen, was kostet denn die Couch? 530. Nö, ach so. Naja. Gibt's da noch was teureres? Sag mal ja. 600. Ja, es geht noch teurer, Leute. Es geht noch teurer. 380. 1200 hier. Sofa-Design.
Das stellen wir uns irgendwann hin. Und dann hier, dazu noch diesen Sessel hier. Sesseldesign. Aber erstmal nicht. Oder hier. 2300. Oh, Lederding. Da kannst du richtig drauf. Aber so richtig drauf. Sitzen. Sitzen, Leute. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Sitzen. Aber dann kannst du so richtig drauf, hä? Sitzen. Ein Yuki ist gar nicht gut, Cosi. So einen muss man schnell wieder loswerden. Ein Yuki. Das ist ein Yuki schon. Viel Spaß beim Schwingen. Ein Yuki. Kannst gleich wieder Tschüss sagen, Nati. Ich gehe jetzt nämlich gleich pennen. Ah ja. Da geht einer. Schlafchen. Träum was Schönes. So. Wir kaufen erstmal die Pinky. Ich glaube, die sah scheiße aus. Aber egal. Wir wollen jetzt nicht die rote nehmen, weil die Schwulibärts haben schon die rote. Also nehmen wir jetzt mal hier die Pinky. Oh, es wird Flower Power. Es wird Flower Power, yeah, yeah. Oh yeah, da kommt ja richtig. Wow. Wow. Sag ich nur. Apropos, der Fernseher stört. Frauen brauchen nicht. Fliege, Sitz. Ey, flieg weg. Wir brauchen noch einen Sessel, oder? Hatten wir bei den anderen hatten wir auch einen Sessel gehabt. Mann, hier steht da was im Wege. Da war eine Wurst, ne? Kruzifix. Wer braucht schon einen Fernseher? Hallo, guck mal. Sonnenblumen. Nee, doch, Sonnenblumen. Schön. Hallöchen, Sonnenblumen. Sag mal Sonnenblumen. Sonnenblumen. Ein Yuki. Ich glaube, die Lesben sagen sich... genau, Mann, die Frauen brauchen den Fernseher in der Küche. Die Frauen brauchen den Fernseher in der Küche. Jetzt ist es mehr. Jetzt, genau, immer raus da. Im Wohnzimmer wollen wir gar nicht sowas haben. Die Frauen wollen sowas gar nicht. Klischee. So, Sesselchen. So. So, ein bisschen gemütlich hier. Aber was machen die da ohne Fernseher? Nur schnacken? Auch ein bisschen blöd, oder? Ist auch ein bisschen blöd dann. Was machen die ohne Fernseher? Und? Die Eintagsfliege. Ja, weil die Eintagsfliege, die stirbt einfach nicht weg, dieses Drecksvieh. Nein, nichts gegen Fliegen. Ich muss euch irgendwann mal die Weisheit der Fliege erzählen, ja? Eines Tages habe ich sie gelernt. Buddha-mäßig gesehen, habe ich eines Tages, weil die Fliegen fliegen dann immer um den Kopf, so auch die Nacht über, so ja, mal und irgendwann kam ich mal zu dem Schluss, jetzt muss ich mal nachdenken über den Sinn der Fliege. Und tatsächlich, ich habe die Erkenntnis gewonnen über den Sinn der Fliege und was sie uns eigentlich mitteilen will. Aber das erzähle ich euch andermal, den Sinn der Fliege sozusagen. Was in der Küche? Natalie, Starry-Schlafchen. Ja gut, wir müssen den Fernseher wieder ins Wohnzimmer holen. Ach Mensch, ey. Leute. Was? Cosima, ich war mit... Oh Mann. Ich war mit Anna Maria unterwegs. Aber alle hatten Probleme mit dem Namen. Ach Mensch. Anna Maranda, nee, das ist doch. Ist doch aber auch schön. Aber Sonnenblume ist auch wieder süß. So. Sonnenblume. Da werde ich irgendwie glücklich bei dem Namen. Ich weiß nicht warum. Aber bei Anna sowieso. Ich hab's ja mit Annas. Mit Annas habe ich. Frag mich nicht warum. Ich ziehe die Annas magisch irgendwie an. Ich liebe den Namen. Frag mich nicht warum. Ich hab mit Anna, da kann ich euch Geschichten erzählen. Jetzt ist ja wieder eine Anna aufgetaucht. Ein geiler Name, oder? Anna ist ein geiler Name. Frag mich nicht warum. Ich weiß nicht warum. Es ist wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben, Anna. Meh. Jetzt, was? Sonnenblumen-TV. Meh. Genau. Anna Maria Meh. Sie kriegt sogar noch einen Sprachfehler dabei. Anna Maria Meh. Aber warte mal, Anna Maria Meh. So ist auch schön, Anna Maria Meh. Das ist auch schön. Klingt auch schön. Hat sowas irgendwie Asiatisches, sowas Anna-Maria Meh so. Da fliegt man gerade mit dem Schwert durch die Bäume so. So, los jetzt. Mensch, du redest schon wieder, Cosima. Du kommst nicht voran. Wo stellen wir den Fernseher hin, Leute? Sag mal jetzt, wo wir den Fernseher hinstellen. Pass auf, ihr überlegt jetzt, wo wir den Fernseher hinstellen. Ich mach derweile jetzt weiter. Los, überlegt jetzt mal alle, wo wir den Fernseher hinstellen. Das ist ja nicht auszuhalten hier, die Scheiße hier.
Genau, Anna Maria, meh. Los, Leute, wo stellen wir den Fernseher hin? Ihr denkt euch jetzt mal aus, wo wir den Fernseher hinstellen. Los jetzt. Kaufen. Ja, das alte Gelumpe. Das alte Gelumpe weg. Und ich möchte auch wieder, was die Schwulen auch haben, ich möchte diese Stehblume da haben. Die war wunderschön. Die will ich auch haben bei den lesbischen Frauen. Bei den Lesbobärs möchte ich die auch haben. Weil die war wunderschön, diese Stehlampe. Stehblume. 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 Und die Lampe passt da irgendwie in, ich weiß nicht, passt die da am Fenster vielleicht schöner hin? Zeig mal her. Ja, oder? Oder nicht? Was meint ihr? Lampe am Fenster, Lampe an der Wand. Was sagt ihr? Lampe am Fenster, Lampe an der Wand. Und wo kommt der Fernseher hin? Los, macht euch mal einen Kopf, Mensch. Vor dem Tisch. Die Männer wieder. Vor dem Tisch! Und eine Bulle Bier auf dem Tisch! Und vergesst mir bloß nicht die Kicker-Zeitung, Mann, ey! Aber da sind wir noch nicht. Das sind dann die Heterowerts. Das sind dann die Heterowerts. Da sagt der Alte wieder, hau mal jetzt den Fernseher richtig dahin, Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Muss mir doch meine Pulle Bier, alte Pfeife, Mann. Junge, Junge, ich hab den ganzen Kasten gekauft. Ist der schon wieder alle? Kann ja nicht wahr sein. Mal wieder los, Stiefel, Mann. Heute kommen meine Kumpels. Heute ist Fußball angesagt, Mann. Und beste Frau, geh kochen. Geh kochen. Aber da sind wir noch nicht. Jetzt sind wir erstmal bei den Lesbowerts. Die haben ganz andere Sorgen. Ich weiß bloß noch nicht welche. So, jetzt, Mann, wie kann man eigentlich so viel Zeit mit nichts verschwenden? Ich kann das, ich. Die Couch irritiert meine, diese graue Couch da, die irritiert meine kreative meine Ader wird irgendwie blockiert, wenn ich die sehe. Meine kreative Ader wird irgendwie blockiert, wenn ich die sehe. Lampe Wand. Vor dem Tisch und Natalu lacht. Seht ihr, Leute, wir kommen heute gerade mal, ja, bei der Aufnahme kommen wir gerade mal dazu, wahrscheinlich uns die Wohnung irgendwie einzurichten. Und haben wir noch nichts gemacht. Noch nicht mal gegessen, wahrscheinlich. Los, Leute, macht mit. Helft mir. Helft uns. Wo kommt der Fernseher hin? Nicht nur Ninfern immer. Nicht nur hier. Wo der Fernseher hin? Wo die Lampe hin? Die Frauen. Die Frauen sind besonders gefordert hier. Die Frauen. An die Macht. Frauen an die Macht. Derweile kaufe ich uns schon mal neue Stühle, Tische hier, das ganze Gelumpe weg hier. Wir wollten also so ein bisschen Frauenliebes. Dieses, ja, der Tisch ist auch. Mach weg den Mist. Alte Gelumpe alles. Hier die Couch weg damit. Dafür wird ja wohl unser Geld reichen. Also brauchen wir das jetzt nicht aufheben. Stuhl weg, das Zeugs. Muss ich jetzt sagen. So. Die Blume lassen wir erstmal. Ich weiß noch nicht, was wir mit der machen. Das weiß ich noch nicht, Mensch, wie der Berliner sagt. Oh je. Viel Erfolg noch, Kurse. Ich muss Holler machen. Heier machen. Was lese ich heute eigentlich? Bin ich bescheuert? Ach ja, und Frauen sind an der Macht. Noctea, dudel. Noctea, träum was Schönes. Diskussion in der Beziehung. Mein Freund hatte nicht. Was? Die Nacht keine Decke. Weil ich sie für mich allein beansprucht habe. Lampe Wand. Tisch mehr Richtung Sessel. Fernseher zur Glaswand. Warte mal. Lampe an der Wand. Die Lampe an der Wand. Also wieder dahin. Da scheinen sie alle ganz glücklich bei zu sein, die Leute. Okay, Mann. So, dann. Tisch mehr Richtung Sessel. Richtung mehr Sessel, sagt sie. Und Fernseher an der Glaswand. Da können sie gar nicht Fernsehen gucken. mal probieren, wie es aussieht. So, Leute. Mal, die sollen sich einfach mal ein Hotelzimmer nehmen, Cosi, dann muss nichts mehr aus anrichten. Natalie wieder. Natalie wird ungeduldig. Sie will es krachen sehen. Ja, noch nicht. Noch nicht, Natalie. Noch nicht. Benimmt beruhigt. Ja, so können sie eigentlich gar keinen Fernseher gucken. Fällt uns Frauen jetzt mal so auf. Ninfan hat es wieder gewusst. Linfan hat schon wieder gewusst. Unser Streber. Fernseher umdrehen. Nee, los hier, das sieht dann alles so oder so. Ja, es geht nur so. Oh, das sieht echt männermäßig aus, oder?
Ey, so machen sich die Männer ihr Zimmer. Also so machen die Männer sich ihr Zimmer. 100 pro. 100 pro. Was machen auch Leute? Oder wir machen es richtig frauenmäßig. Ja, genau. Und zwar, Frauen lieben es ja, sagte ich ja schon, sie lieben es ja am Fenster zu sitzen. Guck mal, sie könnten hier wunderschön am Fenster sitzen, die eine rechts, die eine links, dann machen sie so die Arme so auf die Lehne, so ach da balababa du, schön wie ne Hörin in ne Bububu. Und die anderen, ja la la balala manama schnanaba, bubuli bülilipu. Ja, und da werden sie so beide schnacken miteinander, können sie beide auch ab und zu mal so aus Fenster gucken, hä? Das wäre auch was, oder? Schnapp, schnapp, wie du hoppala, jetzt hab ich weggeklickt. Männerzimmer, nee, ja, kommt doch noch, Natalu. So viel Geld haben wir doch gar nicht. Das kostet alles viel zu viel Geld. Kommt doch alles noch. Unsere Red hier, genau die wir gerade oben rechts sehen. Red ist eine Zockerin, die ist bei Anonymous. Ja, sie ist eine Freiheitskämpferin. Glaubt man kaum. Ist aber so. Warte mal, warte, mir ist gerade was aufgefallen. Hier, guck mal hier. Ja, Mann, guck mal hier. Warte, warte, warte. Ja. So langsam manifestiert es sich in meinem Kopf. Guck mal hier. Guck mal hier, warte, hier, pass auf. Guck mal hier. Und jetzt aber das Ganze nochmal andersrum. Moment, ich muss sie kurz. Diese Schnö. Na, sag ihm mal, ist aber nicht was denn? Und gehst halt noch ein Stückchen weiter in die Wand rein. Ja, sag ihm. Spring mal über die Couch! Es hat geklingelt! Okay, ein Stückchen noch. Ein bisschen. So. Guck mal hier. Pass auf, jetzt wird's langsam. Pass auf. Guck mal hier. Hä? Na, guck mal, Raum für. Frauen brauchen Raum fürs Atmen und so. Schaut mal, wie schön. Schaut mal. Besseren TV. Ja, genau. Erstmal einen besseren TV noch. Besseren TV. Wow. Also die Gurke hauen wir raus. Weg den Müll. Oh, mal richtig zu stehen haben hier. Denkt an, Leute, die Wand muss später irgendwie, keine Ahnung, denn wir müssen raus da. Wir müssen raus aufs Dach irgendwie. Wir müssen später raus aufs Dach. Lucy sagt, bravo. Na, guck mal. Jetzt ist das schon ein bisschen frauenmäßiger. Hm? Seid mal ehrlich jetzt. Die Laterne weg, das hatten wir bei den Schulibärs. Wollen wir nicht. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was Angenehmes. Sag mal das Ding hier. Das sieht ja nach nichts aus. Könnte man eine rechts, eine links hinstellen. Dann sehen wir, es ist fast schon wie so eine. Ist fast schon wieder so ein bisschen satanistisch, oder? Zurück, was ist das? Ja, guck mal hier. Wo war nur die Lampe ist wieder da? Also, warte mal, leuchtet das Ding eigentlich auch? Ist das eine Lampe überhaupt? Warte mal. Was steht denn da? Stehlampe modern. 160. Ja, Mann. Machen wir das Kräumer runter. Was gibt es hier noch für Gurken? Mal zweimal? Ist das dann größer? Ist das was Größeres hier? Stehlampe modern. Ist das zweimal drin? 160? 160. Zweimal das gleiche? Warum das denn jetzt? Naja, denk nicht drüber nach. Zerbrech dir nicht dein süßes Köpfchen. Okay, Mann, dann halt nicht. Wo ist denn der Fernseher, verdammte Scheiße? Mann, die haben uns den Fernseher. Der Gerichtsvollzieher war da. Ich hab doch den gerade verkauft, Mensch. Nicht, dass du uns schon wieder. Was ist denn das? Eine Wand. Achso, das sind diese Wandlampendinger. Da hatten wir auch welche, oder? Da haben wir uns auch welche gekauft gehabt. Dann nehmen wir den Fernseher wieder hin. Hören wir jetzt auf. Hat der uns jetzt beschissen mit dem Geld? Was müssen wir uns nochmal? 500er dazu. Cosi, ein Bett reicht. Mehr brauchen die nicht. Natalie. Yeah. Die hässliche Tischlampe muss weg. Ja, Mann, auch weg den Lumpe. Das haben wir auch bei den Schulibärs. Wir wollen nicht das gleiche wie bei den Schulibärs haben. Weg das Lumpe, alle Tiere. Das haben die Schulibärs schon. Notgedrungenerweise erstmal. Warte mal, ich wollte mir mal diese komische Dingslampe hier angucken. Was ist denn das? Zeig mal her, das Zeugs. Lass mal leuchten. Na, nur mach. Da hinten? Oh. Schön. Was kostet denn so ein Ding? 230. Weg. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Wie sieht denn die blaue aus? Blau natürlich. Hat was. Aber wie viel kostet die denn? 90. Liegt in unser Brieftaschenbereich. Warte mal, aber ich hatte noch was anderes. Ich wollte mal noch mal diese komische, was kosten die hier? 160. Zeig mal her. Nur mal gucken. Wenigstens mal gucken. Gucken ist erlaubt. Guck mal hier. Oh. Ja, Mann, da stehe ich aber voll drauf.
Da stehe ich voll drauf. Und zwei davon bitte. Guck mal. Ist das nicht schön? Guck mal. Schau mal, wie schön es leuchtet. Das ist süß, oder? Das ist süß. Wollen wir uns die gönnen? Komm, lass uns die mal gönnen. Ich will auch ein bisschen Luxus haben hier, Mann. Immer so, also immer so ranzig abgefuckt aus. Ich will auch mal was Schönes haben. Guck mal. Nee, da muss ein Blumenbild hin. Da muss so ein asiatisches Blumenbild hin. So. Ein bisschen Freude wenigstens haben. Gibt es eigentlich einen schöneren Tisch? Nimm mal mit den Tisch. Den Tisch hat man ja auch. Einen schöneren Tisch noch. Apropos Tisch. Ist das hier die Tischabteilung? Nee, wir brauchen eine Tischabteilung. Wahrscheinlich hier dann. Was sagt ihr dazu? Wie sieht's aus? Wie findet ihr es? Wie findet ihr unser neues Lesbo-Bär-Zimmerchen bis jetzt? Unser Wohnzimmerchen. Liebevoll eingerichtet. Was kostet der Tisch? 275. Zeig mal her das Ding. Oh, mit Glas und so. Was bringt es, die Lampen neben dem Fernseher zu stellen? Machst Fernseher an und du das Licht. Wenn der Fernseher aus ist, die Frauen brauchen doch den Fernseher gar nicht. Die Frauen reden miteinander, sie sitzen auf der Couch, sie schnacken über alles Mögliche. Der Fernseher ist nur eigentlich, nur dann, wenn man Männerbesuch ist oder wenn die Männer kommen. Und der Fernseher ist gar nicht an, den brauchen doch die Frauen gar nicht. Wie findet ihr den Tisch, Leute? Wollen wir den Tisch nehmen? Wollen wir den Tisch nehmen oder wollen wir den Tisch hier? Guck mal, so ein runder Tisch. Scharf und rund. Sieht ein bisschen komisch aus. Der passt hier so richtig ins Gelände hier. Passt hier so richtig ins Gelände, der Kollege. Also entweder den Tisch hier, den da. Oder. Mehr Tische gibt es gar nicht. Wollen wir den Glastisch nehmen? Vielleicht gibt es auch noch unter einer anderen Rubrik Tische, aber wahrscheinlich ja nicht. Hast einen weißen Tisch? Einen weißen Tisch? Nee, haben wir nicht. Ach, du meinst den da? Hat einen Kaffeetisch. Ach du dicke Scheiße. Was ist das denn? Nee. Warte mal, wenn wir zwei zurück machen. Was sagt er denn zu dem Tisch hier? Das ist aber hardcore modern, oder? Das ist aber echt hardcore modern, der Tisch. Der ist aber hardcore modern, der sieht komisch aus. Nö. Scheiße, oder? Der passt da irgendwie nicht so. Ich meine, er passt schon irgendwie zu der Couch, aber es passt nicht zu unserem Image gerade irgendwie so, oder? Komisch aus. Das erste, was ich gerade gedacht habe, da passen gut die PC-Sachen drauf, oder? Dass man direkt vor dem Fernseher, da hat man direkt eine Playstation alles drauf, mit alle Spiele und so. Direkt vor dem Fernseher. Nee, das passt nicht, oder? Fernseher im Bier, was? An, Bier auf dem Tisch und Frau raus. Ja, Lupus, als Begrüßung, Mensch. Was sagt ihr denn zu dem Tisch? Nein, man sagt, schnell. Was sagt ihr denn zu dem Tisch hier? Guck mal hier. Sieht irgendwie komisch alles aus. Kann man nicht helfen. Ey, kann man nicht helfen, Alter. Sieht irgendwie ein bisschen komisch alles aus. Sieht komisch aus, oder? Also der Braun hat irgendwie am besten hingepasst. Seid mal ehrlich. Hat der Braun nicht am besten hingepasst? Ich weiß nicht. Oder so. Ja, so geht's vielleicht. Wollen wir den Tisch nehmen? Ja, sag das mal Janina. Ja, Lupus. Hallöchen, Lupus. Und sag das mal Janina. Was sagt er denn? Wollen wir den Tisch nehmen, Leute? Was sagt er dazu? Ja, nein, vielleicht. Was meint ihr? Ja, Mann, Grosi, nimm den Tisch. Ja, so, oder? Guck mal, so schön mit den Lampen. Pop, 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 pop. Mit der Lampe ist schön, das gefällt mir. Nimm den Tisch. Nimm den Tisch, nimm den Tisch. Tisch, 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 nimm den Tisch.
Nee, beim Fußball schauen kann ich meine Frau im selben Raum gebrauchen und nein, sag ich ihr besser nicht. Weißt du, würde ich in echt meinen TV aufstellen mit Konsole? Ja, genau, sag ich doch. Der weiße Tisch ist genau für solche Sachen eigentlich geeignet. Na los, nimm mal den Tisch, aber dann würden wir ja auch den gleichen Tisch, wenn wir auch in der Küche nehmen. Oder mal, gibt es für die Küche andere Tische? Nee, wahrscheinlich das gleiche, oder? Nee, warte mal, tatsächlich. Ganz vergessen. Ich hab's ganz vergessen, ganz verdrängt, klassisch. Was kostet der da? 560 und wir hatten den. Gibt's dann noch einen teureren Tisch? Nee, das ist der teuerste. Den nehmen wir uns dann auf. Das heißt, wir nehmen also den wieder diesen Tisch, den moderneren Tisch für die Küche. Erstmal hinstellen. Männer. Nico, hallöchen, Nico. Lupus braucht eine Männer-WG. Ja, Mensch. So, das heißt, das Telefon stellen wir erstmal auf den Tisch, auf den Dings da, und dann machen wir den Tisch weg. Zack. Guck mal. So langsam entwickeln sich die Lesbowärts. Nächster Schritt, wo stellen wir denn das hin hier, unseren schönen Dings? Wo wollen die Frauen frühstücken und Abendbrot essen? Am Fenster, oder? Auch am Fenster? Guck mal hier, beide so. Obwohl, ist ein bisschen eng dann. Obwohl auch nicht mehr, ich will echt nicht hemmen. Kann man schlecht wischen so, oder? Ich glaube, der Tisch hatte hier ganz gut gestanden an der Stelle, oder? Für uns. So, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Big Brother-mäßig die beiden kontrollieren wollen, konnte man immer ganz gut von allen Seiten die beiden belichten, wie man so schön sagt. Du stehst gerade irgendwie im Weg. Warte, dann müssen wir kurz mal Umschalt-Ding-Ding-Ding machen. Und zwar, die steht da gerade im Weg. Na nur so. Geh mal kurz dahin, bitte. Du stehst gerade im Weg. So, jetzt ist gut. Du hast uns gerade im Weg gestanden. So, oder? Also so, dass wir den Tisch hier wieder schön hinstellen. Hier haben wir gute Beleuchtung. Das war doch ganz schön, oder? Die Blume hatten wir jetzt mal hier. Eine andere Blume noch auf dem Tisch, oder? Weil das haben die Schwulibärts haben ja diese Blume. Lass uns bei den Lesbobärts irgendwas aus. Was ist denn das da? Kühlschrank. Achso, Kühlschrank mit Design. Wow. Was kosten der? 1500. Wir wollen nicht übertreiben. Wir wollen nur ein bisschen aufwerten. Wir wollen nicht übertreiben. So, Couch haben wir schön. Frauen mögen Fenster und Sachen, die sie nicht haben können. Frauen lieben Fenster, Leute. Das ist ganz klar. Weil Frauen wollen am Fenster sitzen. Warum wollen sie am Fenster sitzen? Damit sie halt den anderen zuschauen können. Klischee. So, dazu eine rote Stühlelein. Oder gibt es noch andere Stühlelein? Stühle-Lülelein. Nee, ich glaube, die Stühlelein. Oh, guck mal hier. Achso, das waren diese, die so ein bisschen, naja. Aber dann gab es noch andere. Es gab doch diese ganz modernen, die so ein bisschen seltsam aussahen. Wo sind denn die? Da, oder? Diese komischen. Ah, diese futuristischen, wie man so schön sagt. Das ist nicht. Das ist, da passt der Tisch wieder nicht. Also, nimm mal die roten Stühlelein. Passt doch erstmal ganz gut. So. Ich würde ja da auch gerne einen Glastisch hinstellen. Wisst ihr das? Dass ich da auch gerne einen Glastisch hinstellen möchte. Aber der das ist so einer. Warte mal, was war der hier? Der kostet aber 560 und auf den sparen wir dann. Ja, wir müssen auch Ziele haben. Weil wenn wir jetzt alles kaufen, dann haben wir alles und haben keine Ziele mehr. Wir brauchen natürlich auch Ziele, ist ja klar. Zusätzlich. Wie viel Geld haben wir denn noch? 10.000. Ja, seht ihr, das Geld wird langsam knappen. Infan, du möchtest immer ein neues Playboy-Heft haben. Bist du jetzt eine Frau? Ja, Infan ist eine heimliche Frau. Als Mann sozusagen. Er ist eigentlich eine Frau. So, Blümlein, Leute. Wir brauchen Blümlein. Wollen wir uns einen Kaktus auf den Tisch stellen? Frauen lieben Kaktusse, oder? Kakteen. Jetzt die Frage für die YouTube-Leute, ja? Hier wieder eine Rätselfrage. Hypnos Volt gibt ja öfters mal Rätselfragen auf. Wie heißt es richtig? Kaktusse oder Kakteen? Wer weiß es? Auch für die YouTube-Leute jetzt. Hier wieder Hypnos Volt, Rätselfrage des Abends. Wie immer, wir haben ja öfters Rätselfragen. Wie heißt es richtig?
Kaktusse oder Kakteen? Oder ist eigentlich alles Kacke? Mensch, ich will heute noch ETS spielen, Leute. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir müssen mal einen Gang reinlegen. Ich will heute noch ein bisschen ETS zocken. So als entspannenden Abschluss. Mann, ich freue mich schon auf die Lesbo-Werts. Ich freue mich schon. So, lass einmal die Küche rausschmeißen. Ach so, Leute, ja? Das, was ihr jetzt alle seht, ihr marschiert jetzt mal alle schon los und kauft mal die ganzen Sachen. Ja, wir sehen die jetzt zwar schon in unserer Fantasie, aber ihr müsst jetzt erstmal alle losstiefeln und die Klamotten kaufen. Na, dann mal los. Stiefelt mal los, Leute. Ja, ach so, ich muss wahrscheinlich ein paar Arbeitsgruppen bilden, oder? Also, macht euch mal einen Kopf, wer was kauft. Ja, Stehlampen, Tisch, Stuhl, hier, Couch, Sessel, Fernseher, wer kauft denn was, Mensch? Also ihr stiefelt mal alle los, ich gebe euch das Geld und stiefelt da mal alle los. Kakteen. Kaktusse. Ach ja, ich gehe mal TV sehen. Wünsche noch. Ich bin die Anna. Du bist aber nicht die. Ich bin die Anna. Du bist aber nicht die Anna, die ich kenne, oder? Ich kenne mehrere Annas. Wie kann ich dir das jetzt sagen? Bist du die Anna, die ich kenne? Die Frage ist jetzt, nachher sagst du ja und ich weiß dann aber immer noch nicht, welche Anna. Wahrscheinlich bist du eine neue Anna dann. Oder bist du die Anna, die ich kenne? Das ist jetzt hier die Frage. Ich kenne ein paar Annas. Jetzt frage ich mich, ob Sonnenblume die Anna ist, die ich kenne. Ninfan holt das Sofa. Das Lied ist so geil. Ich meine, dies ist so geil, ja, oder? Das ist gerade so geil alles. Ach, ist alles schön. Bestimmt neu. Okay, dann bist du eine neue Anna. Und wieder eine Anna. Eine Anna. Denn Anna, schlaf schön. Träume, du weißt, unser Motto hier, Träume von Hypnos Vault und glorreichen Zeiten. So Leute, wir schmeißen mal die ganze Küchengelumpe raus. Weg hier, das ganze Gelumpe hier. Wir brauchen ein wenig Freude in unserem Leben. Die Frauen wollen Freude haben. So, weg den ganzen Mist. Ja, bis morgen. Aber nur kurz wieder reinschauen, nur kurz. Du weißt, du musst dich erst akklimatisieren. Es dauert eine Weile bei Hypnos Vault. Da darf man nicht zu lange am Anfang bleiben, sonst flippt man, wird man größenwahnsinnig. So, ach so, wir waren noch bei den Kaktusse, ne? Wir waren noch bei den Kaktusse. Wie heißt das nun richtig? Für die YouTube-Leute. Heißt es Kaktusse oder Kakteen? Schreiben wir bei unserem Deutschlehrer Kaktusse in unser kleines Schreibheftlein hinein oder schreiben wir Kakteen hinein? Was wird uns wohl der Deutschlehrer sagen? Schüler, das heißt... Das war jetzt gerade geschnitten, damit ihr... Was wollen wir auf den Tisch stellen, auf dem Tischlein? Uns fahren? Das Ding nennt sich fahren? Ja, ihr seht, ich habe Ahnung von Pflanzen. Top-Pflanze. Den Namen kenne ich. Ich kenne auch drei Annas. Jede von den dreien ist kaputt im Kopf auf ihre Art und Weise. Das hört sich aber irgendwie schlecht an, aber zum Schluss hört sich's wieder gut an. Du bist verwirrt, Lupus. Mal hört sich's gut an, mal hört sich's schlecht an. Du musst dich entscheiden. Anna ist ein schöner Name. Ich mag Anna, den Namen. Anna ist schön. Ich mag die Annas. Ey, wollen wir uns einen Kronleuchter auf den Tisch stellen? Guck mal hier. Die Frauen lieben Kronleuchter, oder? Lieben Frauen Kronleuchter? Besonders lesbische Frauen. Was meint ihr? Lieben lesbische Frauen Kronleuchter? Ich glaube ja. Ich glaube, lesbische Frauen lieben Kronleuchter. Und es war aber nicht so ein Kronleuchter. Der sieht scheiße aus. Ich glaube, lesbische... Das ist ja eine Kerze. Eine Kerze. Frauen lieben auf jeden Fall Kerzen. Weil sie Kerzen halt so vielseitig einsetzbar sind. Aber nee, warte mal. Die Schwulen lieben auch Kerzen. Auch die lieben Kerzen. Aus diesem gleichen Grunde, kann man sagen. Klischee. Oh, guck mal, das ist auch eine fette Kerze. Mal ein bisschen klein auf dem Tisch. Da müssen wir in so einem satanistischen Zeichen die Kerzenanordnung machen, oder? Nein, das wäre natürlich wieder verboten. Dann. Aber dann, Leute, wie sieht die denn aus? Ein Dreizack. Also praktisch Odysseus. Wie heißt er hier? Zeus. Kakteen. Sagt Lucy. Lucy sagt Kakteen. Und Natalie sagt, ich kenne privat auch zwei. Und auch... Was? Auch und ich...
was ich, Mann, kann mal, sag mal, Herr Holt kann ich gar nicht mehr lesen oder was? Und ich kann beide von denen, leiden. Ich dachte schon nicht lernen. Das heißt, Kakteen und die Mehrzahl von Pokémon ist nicht Pokémon, sondern Pokémon. So, konzentriert euch bitte. Wir, wo ist denn das? Hey, wo bist du denn? Hä? Auf dem Tisch geht's? Ich wollte gerade sagen, auf dem Tisch geht's nicht hin, aber am Fußboden oder was? Fußbodenkerzen. Nee, meines, was ist denn das? Vorhang? Oh, guck mal, sogar Vorhänge, Leute. Frauen brauchen Vorhänge. Schau mal, was ist denn das? Oh, schön. Und das? Oh, transparent. Das heißt, wenn sie nackig hinter der Gardine steht, kann man noch ihre Konturen sehen. Heiß. Und Frauen brauchen vor allen Dingen Bilder. Frauen brauchen Bilder. Was ist denn das? Dekoratives was? Da gucken zum Beispiel jetzt Frauen verwirrt, wenn sie es sehen. Ja? Wenn das jetzt Frauen sehen, die gucken verwirrt. Männer sagen jetzt, oh, faszinierend. Oder Marc, was? Wenn ich in Sims Babys bekomme, nenne ich es meist Anne. Nee, Cosi, die sind alle drei, naja, die eine aggressiv, wie sonst noch was, die andere überlegt und die andere eingebildet, wie sonst noch was. Was sag ich mal, Lupus? Super, super, mal, Mensch. So, Leute, helft doch mal mit jetzt hier. Was machen wir jetzt hier? Wir brauchen was auf dem Tisch hier, Mensch. Wir brauchen was auf dem Tisch, wie der Berliner sagt. Lass uns mal was hinknallen hier auf dem Tisch, ne? Lampe, hier. Lass uns hier Frauen lieben, so weit. Oh, das ist aber groß. Das ist aber groß. Aber schön. Groß, aber schön. Warte mal. Den brauchen wir erstmal auf dem Tisch jetzt hier, Mann. Nee, das ist traurig. Da weinen die Frauen. Da weinen die Frauen. Wie sieht denn das aus? Oh, ja. Ein ganzer Wald. Das ist ja ein ganzer Wald. Geiler Wald. Aber passt nicht. Zu groß. Sollen die dabei noch eine Genickstarre bekommen, wenn sie hochgucken? Guck mal hier. Oh. Friedhofsblümlein. Nee, Mann. Das macht die Frauen traurig. Was ist denn das? Oh, ich hab da lieb. Ne, ich hab da lieb Blume. Ich hab da lieb Blume. Ne, ich hab da lieb Blume ist das ja. Guck mal. Ich hab da lieb Blume. Können wir ein Spätzlein hinstellen. Ne, ich hab da lieb Blume. Die können wir auf der Kommode bei ihr hinstellen. Guck mal. Ich hab da lieb Blume. Passt aber da nicht auf den Tisch. So lieb bei dir. Ne, ich glaube, das war irgendwie lustig, oder? Das war irgendwie lustig. Guck mal. Was für ein Teil. Warte mal, wenn wir wieder von hier gucken. Da sehen wir ja vor lauter Bäume sehen wir. Nee, das ist auch alles. Lass mal die gelbe hat man noch nicht. Hier mal was Gelbes hin. Ja, Frauen lieben gelbe Blumen. weil es so harmonisch ist. Es strahlt Freude aus. Frauen wollen was mit Freude haben. Frauen wollen Liebe und Freude. Harmonie. Harmonie. Genau. Wir nehmen das. Kerzenleuchter und Radio. Nein, Infan, das ist wieder männermäßig. Nein, und zwar Freude und ein Kerzlein dazu. Das lieben die Frauen. Das brauchen wir ja auch gleich. Warte, das brauchen wir auch gleich. So, wir müssen ein bisschen beeilen, Leute. Und wo, warte mal, wo ist denn hier? Nein, es ist noch irgendwas verschwunden. Irgendwo, was ist jetzt noch verschwunden? Ich glaube, noch irgendwas ist verschwunden. Oh, jetzt steht das alles wieder da. Ich hab's doch gerade verkauft. Ich hab's geahnt. Es ist nicht was verschwunden, es ist was dazugekommen. Echt jetzt? Hatten wir das? Na, ich weiß nicht so genau, Wo sind die Sessel hin? Ah, die Sessel sind verschwunden. Dann waren es die Sessel gewesen. Warte, erst das Blümlein. Das Blümlein auf dem Tischlein. Dazu ein Kerzelein. So freuen wir uns. So freuen wir uns alle. Oh. Ach, Cosi, ich habe eine Serie gefunden, die was für dich wäre. Viel nackte Haut. Oh ja, Baby. Oh ja, Baby, gib's mir. Oh ja. Jetzt. Guck mal, auch noch ein Kerzlein dazu. Ja, Mann. So. So schick. Und ist das die fette Kerze? Ich wollte die fette Kerze haben. Zeig mal jetzt mal alle Kerzen hier. Wo ist denn hier auf dem Tisch? Mach mal hin. Nee, die passt nicht. Und die da, zeig mal bitte. Ey, du machst immer gleich alles weg. Hör mal auf mit dem Scheiß. Ja, Junge, du machst jedes Mal alles. Warte mal, was machst du denn? Warum machst du denn immer so viel weg?
Machst mich ganz verrückt hier. Die Kerze... Mach jetzt die Blume auf den Tisch endlich dahin jetzt. So. So. Konzentriert euch. Wo sind die Stühle? Der Gerichtsvollzieher wieder. So, jetzt. Mann, oh Mann, Leute. Ich wollte heute noch ETS spielen. Wie spät haben wir es denn jetzt? 23:35. Wir versuchen jetzt noch schnell fertig zu bauen, dann hören wir für heute das mal auf wieder bei den Singles. Ihr seht schon. Ja, ihr seht schon selbst, das Einrichten dauert schon stundenlang. Und stellt euch mal vor, bis wir nur endlich mal Geld verdienen. Und. Deswegen, wir brauchen einfach ein bisschen Starthilfe, ein bisschen Startkapital hier. So ist das schick, oder? Und wir stellen uns auch wieder dieses Ding in die Küche da. Das sah schön aus. Ich will zweimal haben. Ich will ein bisschen Freude haben hier. Nicht mal so traurig alles immer. Ich will auch mal alles schön haben. Hier. Guck mal. Wie bei den Spulibärts. Das war schön gewesen. Und der Tisch steht auch falsch. Weil die Blume ist nämlich viel zu dicht da. Bei den Schulibärs stand sie auch weiter in den Raum, damit man da besser drum putzen kann, nämlich. So ist schön, oder? Können wir die Kerze auch direkt davor hinstellen? Das geht nicht, oder? Oder was meint ihr? Nicht jetzt wieder anfangen? Ja, aber dann kann. Nee, das geht doch nicht. Vielleicht da drüben, ne, oder? Naja, lass mal so dann. Erstmal. Wir wollen jetzt ein bisschen vorankommen, ja? Wir werden sowieso noch ein bisschen rumtricksen dann. Hauptsache erstmal eine gewisse Standardbumse haben. Und da hinten auch noch ein Vektor, das Blümlein, und wir machen dafür das dahin, oder? Auf dem Tisch. Guck mal hier. Guck mal, so schön, oder? Guck mal, das passt doch. Das passt doch, seid mal ehrlich, das passt. Die gelben Blümlein hier mit den... passt doch, oder? Seid mal ehrlich. Guck mal. Da werden die beiden sich aber freuen. Da werden die vor lauter Freude bestimmt den Slip ausziehen. Stellt euch das mal vor, Leute. Wir stellen uns jetzt mal vor. Nein, nur ich. Nein, okay, ihr dürft euch das auch vorstellen. So, die haben wir verkauft. Dann brauchen wir noch eine Kommode. Und zwar eine Kommode natürlich fürs Telefonlein, ne? Frauen brauchen eine Kommode fürs Telefonlein. Nee, warte, nee, Spartacus, Blood and Sand oder ist ziemlich gut. Wie? Irgendwas hat die Serie. True Blood. Nee, sagt Natalu. Natalu sagt dazu, nee. Natalu hat eine Serie, wo ich viel, wie war das, viel nackte Haut sehen kann. Sie meint bestimmt bayerische Pornofilme. Grüße aus der Lederhose. Hallo Lady, sag ich nur. Hallo Lady. Okay. Oh, guck mal, das wäre schön. Oh, ja, was für ein Klopper, Alter, was für ein Klopper. Wow. Da können ja die Frauen drinnen schwimmen gehen in den Aquarium. Wow! Was kostet denn das Ding? 1500? Das ist ja ein 10.000 Liter Becken. Alter Verwalter, guckt euch das mal an hier. Wow, das sieht ja geil aus. Mann, das will ich haben. Die Frauen wollen unbedingt ein Aquarium haben. Frauen lieben Aquarien. Was für ein Hoshi? Was ist denn das für ein Hoshi? Da kann man nicht mal an die Wand stellen. Da kannst du ja drumherum laufen. Kannst du ja als Raumteiler nehmen, das Ding. Ist das ein Haus? Das ist ein Klopper. Da kannst du ja als Raumteiler nehmen. Hier, warte mal. Pass auf hier. Hier. Als Raumteiler zwischen in dem Raum hier. So, als Raumteiler hier so. Ich muss mir mal ansehen. Vielleicht gleich mit Janina. Schaut euch mal dieses Teil an. Wahnsinn, das kann ja echt so als, das könnte man so als Zwischenwand nehmen. Mann, das ist ja geil. Guckt euch das mal an. Heftiges. Mann, ist das geil. Wusste gar nicht, dass so ein riesen Aquarium ist. Cool. Was für ein Teil, ey. Wahnsinnsteil. Was für ein Hoshi. Echt geil. So, wir brauchen noch ein Bild. Ist das was mit einem LKW? Nee. Frauen lieben Bilder mit Elchen, oder? Was haben wir da alles? Lost what? Lost alone? Frauen lieben Esel, oder? Lieben Frauen Esel? Frauen lieben Esel. Was steht denn da? Frauen lieben Sonnenblumen.
Singles. Frauen lieben Singles. Ja, Frauen lieben Singles. Guck mal, das wäre fast eine Ironie für sich, oder? Seid mal ehrlich. Ey, das machen wir hin, oder? Das ist eine Ironie für sich. Voll geil. Warte, was gibt's denn noch? Zu klein. Zu hell. Zu keine. Blümchen haben sie es irgendwie. Gibt's noch andere Bilder? Gibt's hier auch größere Bilder? Und wenn ja, was kosten die? Jetzt wird's größer. Wow, der Berg ruft. Nein, was ist das? Ach, nee. Fisch. Frauen nehmen Fischbilder. Nee, das ist was für Männer hier, oder? Diese Anglertypen. Das ist mehr was für diese Anglerleute, oder? Männer lieben Fische, richtig? Männer lieben Fische. Schnecken. Frauen lieben Schnecken. Heteros. Heteros lieben Bäume, oder? Das ist was für Heteros. Ist das ein schwarzes Bild? Wer liebt denn schwarze Bilder? Hier, Lucifer und Natalu. Guck mal, Lucifer und Lupus. Lupus und Natalu würden sich das hinhängen. Das lieben zum Beispiel die Lupusse und die Nataluse. Die Natas und die Lupusse, die lieben solche Bilder hier. Klischee. Was haben wir noch? Noch ein größeres Fischbild oder was? Ist nochmal die gleiche Reihe nochmal. Wald ist hetero. Heteros lieben Wälder. Jetzt ist das gleiche nochmal in Rot, ja. Lass mal gleich nochmal blau angucken, wenn wir schon dabei sind. Okay, danke schön. Was ist das? Eine Lampe an der Wand. Eine Lampe an der Wand. Okay, abgelehnt. Sonnenblumen, die werden immer größer. Was kommt als nächstes? Oh, hier. Hackermäßig. Nein, Computerfreaks. Hackermäßig nicht, hackermäßig sieht anders aus. Ja, so. Und das ist was hier für Verrückte. Das lieben Verrückte. Ich sehe schon, da bleibt nur ein Bild. Singles. Alle anderen sind zum Gruseln irgendwie. Lass uns mal Singles hinlegen. Was kostet das überhaupt? 1 Euro. Na du komm, für 1 Euro, nimm mal mit. Ist ja fast geschenkt. 1 Euro Singles. Passt doch. Das passt doch. So sieht es doch schon mal schnieke aus, oder? Seid mal ehrlich, sieht schnieke aus. Wisst ihr, was ich schon immer haben wollte? Ich wollte in der Ecke so eine Dings haben. Wie sieht es denn da in der Ecke aus? Guck mal, ich will sowas in der Ecke zu stehen haben. Das sieht einfach schnieke aus. Das will ich haben. Das können wir, ich will es jetzt einfach mal haben. Ich will auch ein bisschen Freude haben. So, lass uns das mal da hinstellen. Wo ist es? Aber habt ihr das Aquarium gesehen? Voll geil, oder? Guck mal, so. Ja, Mann, Frauen lieben sowas. Genau. So, dann weiter geht's. Küche schnell noch. So, schnell noch die Küche. Wir müssen zum Abschluss kommen, wie spät haben wir es? 23.43 Uhr. Wir müssen vor 0 Uhr fertig werden, dann kann ich vielleicht noch ein Stündchen bis 1 Uhr noch fahren oder so. Wir müssen Gas geben. Gamer-mäßig. Gamer sind geil, wa? Wir haben Gas geben. So, das hier, oder? Die erst bessere Küche sozusagen. Die erst bessere Küche. Also das. Richtig? Kosten das. 210. Mensch, wie kriegen wir noch Geld dazu? Wie geht denn das? Naja gut, wir haben ja was verkauft. Ja, das kommt in die Ecke. Weil es einfach schick aussieht, oder? Es sieht einfach schick aus. Aber warte mal, steht denn direkt vorm Fenster eigentlich? Mal. Da stehst du auch auf. Ja. Ja. So, dann Snödelibröt. Und da fehlt uns noch der Herd zum Snödelibröt. Was haben wir da? Wir haben 2 verschiedene Herdsorten, oder? Einmal den. Oh, Schnieke. Und einmal. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine, Leute. Warte mal. Geschirrspüler. Ach, ein Geschirrspüler. 900 Euro für einen Geschirrspüler. Frauen lieben Geschirrspüler. Na, wir brauchen aber erstmal einen Herd. Für einen Geschirrspüler haben wir kein Geld. Stand aber irgendwie mal anders, oder? Der Herd stand aber da nicht. Aber wäre auch egal. Wir können ja auch mal neu stellen. Wir können es ja auch mal neu hinstellen. Frauen lieben es am Fenster zu kochen, oder? Zeig mal, wie sieht das am Fenster aus? Frauen lieben es am Fenster zu kochen.
Warte, nu, kann ich irgendwo hinstellen? Willst du mich jetzt... Also irgendwie, Peck, du stehst irgendwie rebellisch schon... Nee, warte mal, Peck doch, nee. Peck, du stehst irgendwie im Weg. Guck mal hier. Frauen lieben es, am Fenster zu kochen. Was sagt ihr dazu? Ist das gut oder scheiße? Guck mal, sie kann am Herd stehen und dabei aus dem Fenster gucken. Ist das nicht schön? Guck mal hier, so. Und guck dabei aus dem Fenster. Was sagt ihr dazu? Hat doch was, oder? Hat was. Seid mal ehrlich. Und dazu... Guck mal. Was sagt ihr dazu? Wisst ihr, was ich gerade so gedacht habe? Warte mal. Passt der Kühlschrank hier so rein? Ja, da natürlich nicht. Ist ja klar, da natürlich nicht. Aber wisst ihr, was ich gedacht habe? Dass auf der Wand genau das Aquarium hinpasst. Auf der Wand passt genau das... Oder das Aquarium im Badezimmer hin oder sowas. Küche ist blöd. Was? Küche ist blöd? Hä? Was meinst du denn? Was meinst du denn mit Küche ist blöd? Ich muss mir das mal erklären. Küche ist blöd, sagt er. Mach nur Spaß, ich will nur mal kurz was gucken. Wo ist denn das mit den... Was war das hier? Ne, wo war denn das? Hier, oder? Ich will nur mal kurz was gucken. Ich will mal was gucken. Pass mal auf. Wo war denn das? Na, hier kann es doch nicht gewesen. Ach, das war hier bei den Blumen was. Wo ist denn das? Da. Ich will nur mal sehen, wie es aussieht. Sag mal her, passt es da hin? Nee, passt nicht hin. Wollt ja nur mal sehen, wie es aussieht. Mach noch so eine Theke zwischen Herd und der anderen Theke. Noch eine Theke. Naja, wir können ja uns noch einen Geschirrspüler dazwischen stellen. Wir stellen uns noch einen Geschirrspüler dazwischen. Ja, das wäre dann das hier. Hallo, passt nicht dazwischen? Warum passt er nicht dazwischen? Was ist mit der Scheiße an? Warum passt er nicht dazwischen? Was ist mit dir los? Was hat er denn jetzt ein Problem? Warte mal, mit dem Verrückten? Hä? Warum denn nicht? Wo ist denn dein Problem? Warum gehst du denn nicht daneben? Wo ist denn jetzt dein Problem? Nee, geht nicht. Geht nur so. Ich glaube, du standest noch nie in einer Küche. Leute, Mensch, wir wollen doch ein bisschen kreativ sein. Seid mal, lasst mal eure Fantasie freien Lauf. Guck mal, der Herd ist doch toll, direkt am Fenster, der ganze Dunst zieht gleich mit raus, ne? Ist doch toll, die Abschlusshaube, gleich ein Loch in die Wand da draußen und so, wunderbar, schau da mal, wunderschön. Guck mal, man kann am Fenster kochen, ist das nicht toll? Ich weiß schon, was ihr sagen wollt, Cosima, da fehlt noch, wo man was drauf schnitzeln und hacken kann und so, ja, ja, wir brauchen noch eine Küchenablage, ne? Das wollt ihr mir sagen, Cosima, wir brauchen noch eine Küchenablage. Stimmt's? Das wolltet ihr mir sagen. Ich kenne euch doch, Mensch. Ich weiß es doch. Nee, Geschirr, das ist verboten. So. Ah, nun ist er wieder da. Geh mal hier weg. Genau. Ich wollte ja nur mal sehen, ob ihr aufpasst, Leute. Ich wollte nur mal sehen, ob ihr mitarbeitet. Was ist denn das da? Küchenschrank. Was denn für ein Küchenschrank? Ach, so ein großes Ding. Ja, Mann, da kann man böse Kinder einsperren. Aber die haben ja keine. Dann heißt es also dieses hier. Was Schönes. Guck mal hier, hä? Schau mal, hä? Das gefällt euch. Stimmt's? Seid mal ehrlich. Ich kenne euch doch, das wollt ihr haben, seid ehrlich. Die Lampe geht mir auf den Sack, auf das Gesicht. Sag mal, man denkt dann, das sagt man nicht. Guck mal hier, ist das eine Küche? Schau mal hier. Schaut euch diese Küche an. Wie von Meisterhand kreiert.
guckt euch das an. Mann, da ist aber jede Frau glücklich, wenn sie die Küche sieht. Und auch sogar jeder Mann. Wer in einem Pfannkuchen ist, der kocht nie selber. Schaut euch das an. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Seid mal ehrlich. Herrlich. Guck mal, hier hackst du so rum, schnitzelst alles schön und dann haust du gleich in die Pfanne rein. Ne? So zack, 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 wusch, rinn in die Pfanne. Zack, 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 rinn in den Topf. Zack, 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 zack. Und rinn in den Ofen. Und den Rest schiebst du noch von hinten, von unten rein. Nee, eine Ablage noch am Herd. Eine Ablage am Herd. Nee, guck mal, so können sie schön. So kann, guck mal, wenn die eine hier am Kochen ist, ja? Sie schnitzelt hier so rum, dann dreht sie sich um, lehnt sie so ans Fensterchen, während die andere schön das Süpplein rührt, so. Und während sie so auf die Ablage so abstürzt und aus dem Fenster guckt, kann sie mit ihrem Herd schön reden, so. Ja, so macht man das, Mensch. Mit dem Herd ist blöd. Nein, Mensch, seid doch mal ein bisschen kreativ. Ihr seid ja schon wieder so steif, alle, Mensch. Seid doch mal ein bisschen kreativ. Ihr denkt schon wieder so typisch deutsche Normen. Seid doch mal ein bisschen kreativ. Denkt außerirdisch. Denkt ein wenig außerirdisch. Ja, Mann. Ja, Mann, ey. Komm schon. Lasst eure Gedanken gehen. Lasst euch freien Lauf. Was ist das? Oh, guck mal hier. Oh, gleich nochmal richtig. Warte mal. Mit einer richtig fetten Absatzhaube hier. Der gibt, was kosten der? Erstmal nicht. Können wir uns erstmal nicht kaufen. Ich weiß auch nicht. Nein, Infan. Wo sind jetzt? Oh nein, wir haben gleich den anderen Herd mit weg. Wir haben gleich das andere mit weggelöscht. Wir haben gleich wieder einen Schlag beim Weglöschen. Der löscht beim Löschen immer zwei Sachen weg. Und jetzt passt das nicht mehr rein. Ist echt jetzt nicht so. Uns fehlt noch so eine extra Ablage. Wir haben nur, warte mal, hier. Was ist denn das? Achso, eine extra Spüle. Ja, wir hätten dann nur das. Aber wie gesagt, das sieht doof aus so. So ist doof. Man kann mal nicht am Fenster stehen. So kannst du schön am Fenster stehen, dabei dein Töpflein rühren und kannst sogar noch telefonieren dabei. Ist viel schöner, seid mal ehrlich. Achso, nicht verkaufen, sondern ich muss jetzt mal nur einen zurückmachen. Ist doch mal was Neues, Leute. Ja? Standardmäßig hätten wir es hier hinten in die Ecke reingebaut. Oder? Warte mal. Bop. Warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Infan, schlaf schön. Oder pass mal auf, was haltet ihr davon? Pass mal auf. Ich habe noch eine Idee. Am Fenster kochen ist schön. Ich wollte schon immer mal am Fenster kochen. Morgen Schule. Ja, los jetzt, ins Bett jetzt. Wir lassen erstmal so. Wir können nach oben denken. Die andere Variante ist, wir machen alles in die linke Ecke hinein und stellen den Tisch weiter in die Küche hinein. Wäre auch eine Idee, ja? Wir stellen dann weiter alles in die Küche und hätten dann schön Platz für das große Aquarium später. Aber lass das mal so stehen. Ich wollte schon immer mal am Fenster kochen. Lass mal schön am Fenster kochen. Das hat mal was. Was Neues so irgendwie. Oh, wie schön so. Na schön. Guck mal, dann kann man sie auch von hier aus mal am Fenster kochen stehen sehen und so. Von vorne nämlich. Nicht durch die Wand, sondern direkt durchs Fensterchen schön. Das ist schön, schön, schön. Ja, Mann. Den Tisch könnten wir auch querstellen. Den könnten wir sogar beide von der Seite mal sehen. Das ist auch mal eine gute Idee. Aber ich finde schon mal ganz gut so. Und daneben gleich den Mülleimer. Oder ne, den Mülleimer jetzt mal hier hin. Wo ist überhaupt der? So, uns fehlt ja noch. Ich wollte gerade sagen, da fehlt ja noch was. Unser Dings fehlt ja noch. Der Schrankkühl. Oh nein, ich habe das Fenster genommen. Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt versorge ich noch das Fenster oder so. Da hätten die ganze Zeit Durchzug gehabt. Mach. So jetzt. Zack und den daneben. Erstmal. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Der Kühlschrank passt so ein bisschen irgendwie nicht dahin, oder? Der passt irgendwie da nicht so hin. Was ist denn, wenn man den. Mann, die Lampe stört mich irgendwie. Du störst irgendwie, sag mal. Du störst irgendwie. Kannst du woanders irgendwie hingehen? Ja, machen wir da ein Stück hin. So vielleicht. Weil du störst irgendwie. Ich sehe ja die Küche gar nicht vom Weiten. So, du stehst eigentlich immer noch Lampe. Geh doch irgendwo anders hin.
Wie wär's denn, wenn wir den Kühlschrank in die Mitte davon machen? Wie sieht denn das aus? Zeig mal her. Oh, das sieht gefährlich aus. Wenn jetzt unter uns jemand, wer der Küchen anrichtet, der rauft sich gerade die Haare. Der sagt, oh, Simon, nein, ich heiz nicht mehr aus, ich spring aus dem Fenster. Wenn das jetzt jemand sieht, der praktisch, oh, guck mal, wie dunkel. Heute haben wir mit dem Wenden aber zu kämpfen hier. Oh, guck mal. Oh, das sieht erotisch aus. Von hier aus. Was steht da? Guck mal, April. Ja. So. Leute, haben wir erstmal das. Haben wir erstmal die Küche, den Mülleimer noch da in die Ecke gestellt. Leute, wo wollen wir den Kühlschrank? Wo wollen wir den Müll? Wo wollen wir den Mülleimer hinstellen? Wollen wir den Mülleimer am Herd hinstellen? Oder wollen wir den Mülleimer neben den Kühlschrank stellen? Wo wollen wir ihn hinstellen? Wer weiß es? Wo stellen wir ihn hin? Neben den Kühlschrank oder neben dem Herd? Was meint ihr? Oder hier vorne an der Ecke? Wo soll er hin, der Kühlschrank? Ach, der Herd. Der Mülleimer, wo soll er hin? Sag mal schnell. Soll er am Herd stehen oder soll er am Kühlschrank stehen? Ihr habt die Wahl. Kühlschrank. Mal gucken, was noch. Vielleicht machen noch mehr Leute mit. Ihr könnt Einfluss nehmen, Leute. Ihr könnt auf die Lesbo-Bärts Einfluss nehmen. Dazu müsst ihr nur ein paar Tasten drücken. Und dann seid ihr mit dabei. So, Blümchen haben wir überall zu stehen, Kerze ist da drauf, die Kerze ist, oh, da müssen wir nochmal nachdenken, über die Kerze und die Blumen auf dem Tisch, zumindest die Kerze, da müssen wir echt nochmal nachdenken. Sag mal, kümmern uns noch zwei Kerzen, die auf dem Tisch stehen, wir machen ja da sowieso nie was. Das sieht dann schön aus, oder vielleicht? Lass uns mal kurz schneller gucken, das will ich wissen. Zwischen Arbeitsplatte und Herd. Was, zwischen Arbeitsplatte und Herd? Nein, am Fenster darf nichts hin, ich will dazwischen stehen beim Kochen. Da muss die Freundin dazwischen stehen, da steht mal vor, Sex am Fenster beim Kochen. Stellt euch doch nur mal vor, hier, ich zeig's euch. Ja, die eine steht auf der am Fenster, kocht und Sex dabei, Mensch. Da brauchst du Platz. Wie willst du denn sonst Sex in der Küche machen? Nein, Lucy, nein. Sex am Fenster, denk dran, Sex am Fenster. Dann können wir ein bisschen in die Ecke stellen, so hier. In die Ecke, was haltet ihr davon? Nehmt den Kühlschrank, nehmt den Herd rechts davon oder halt in die Ecke. Sucht euch was aus. Ihr habt die Wahl. Ihr habt die Wahl. Beeilung, Cosima. Gib mal ein bisschen Gas. Ich will mal kurz testen mit den Kerzen. Passt es hin? Eine da hin. Warte mal. Mach doch mal auf den Tisch die Kerze. Ach so, es geht nicht. Ja. Hat die eigentlich irgendeine Auswirkung auf irgendwas? Ja, Wohnung plus eins. So, oder? Kann man zwar nicht mehr was auf den Tisch hinstellen, glaube ich. Da können wir wieder verkaufen. Lass das mal. Ein bisschen Schönes. So. Gut. Ich würde sagen, dann hören wir für heute erstmal auf, oder? Dann machen wir nächstes Mal das Badezimmer weiter. Schlafzimmer noch. Wir haben ja noch 11.000. Und dann kommt noch schnell das Klo noch. Nein, nächstes Mal. Wir haben jetzt schon gleich, sonst wird es zu spät alles. So, dann hören wir an der Stelle erstmal auf. Wir haben mal wieder ein Stück geschafft heute. Mensch, wir haben heute ein ganzes Dings nur. Aber es hat ja auch Spaß gemacht. Gequatscht schön. Wir kommen voran. Mann, guck mal, sie finden eine schöne Küche da. Und die können sogar am Fenster kochen. Ja, das ist ungewohnt, nicht? Das ist völlig ungewohnt am Fenster kochen, ja, Mann. Ich sag ja, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Ja. Sag mal, können wir da oben eigentlich eine Blume hinstellen? Warte mal, ich will mal. Kann man da oben was raufstellen oben auf dem Ding? Warte mal. Lass mal testen. Passt da oben was rauf? Also da passt was hin. Aber da oben nicht. Okay, war ja ein Versuch wert. Aber komm, dann stellen wir da noch ein Blümchen hin. Frauen lieben Blumen. Warte mal, wo ist mal eine Blume? Frauen lieben Blumen. Guck mal, eine Röselein. Hier, da. Wo ist er denn jetzt? Da. Guck mal. Oh, noch eine Rose dahin. Zack. Guck mal. Noch eine Rose dahin. Passt hier auch da oben auf dem Kühlschrank drauf? Nee, schade. Doch, warte. Oder? Nee. Aber hätte er sein können.
Guck mal. Das ist schön. Darf ich aber eine Rose auf den Tisch stellen? Wollen wir mal gucken, wie eine Rose auf dem Tisch aussieht? Zeig mal her. Wo ist er denn? Da. Na? Ja, schöner, oder? Seid mir ehrlich, die Rose. Was meint ihr? Was sieht schöner aus? Die Rose auf dem Tisch oder die gelben Blümchen? Ihr könnt entscheiden. Was ist schöner? Die Rose auf dem Tisch oder die gelben Blümchen? Überlegt euch mal, derweil mache ich schon mal weiter. Überlegt euch mal, die Rose auf dem Tisch, ihr habt es ja gesehen jetzt. Die Rose auf dem Tisch oder das gelbe Blümchen. Entscheidet mit. Wählet mit. Schnell, schnell, schnell. Zack, zack. Bäume? Bäume, Leute. Bäume. Bäume. Mann, hier gibt es noch so viele Sachen, die wir uns besorgen können. Aber erstmal nicht. Wir müssen mal vorankommen. Wo ist denn jetzt? Wir brauchen noch hier. Wo denn nur? Hier vielleicht. Ah, hier. Kommode. Die Kommode fürs Telefon. Frauen wollen am Fenster telefonieren, oder? Gelbe Blümchen. Nett. Nett sagt gelbe Blümchen. Wer noch? Was sagt die anderen? Gibt es noch mehr Meinungen? Gibt es noch mehr Meinungen? Entweder da oder da. Nee, wir machen es wieder hier draußen, weil damit die schneller war fürs Pizzamanöver. Aber in diesem Fall machen wir es mal so. Frauen nehmen Telefone an der Tür, oder? Klischee, Klischee. Frauen lieben Telefon. Nee, geht gar nicht so. Okay, dann nicht. Dann doch wieder auf den Raum. Erstmal dahin. Wir werden es aber noch verändern. Erstmal das jetzt, sonst kommen wir nicht voran, Leute. Lass uns erstmal das da an die Wand hinstellen, so wie wir es bei den Schulibärs hatten. Rosa, Rose. Gelbe Blümchen. Eine einzelne Rose ist doch kacke. Rose. Streitet euch, Leute, streitet euch. Was nun? Jetzt steht es 1-1. Es steht jetzt 1-1. Einer sagt gelbe Blümchen, einer sagt Rose. Und wir brauchen zwei Telefone. Frauen brauchen immer zwei Telefone. Frauen telefonieren. Und was jetzt besonders dazu kommt, Frauen, ja. Frauen brauchen einen Schminktisch. Puh, der kostet 1200. Den brauchen wir aber auch. Was ist denn das? Kommode-Design. Zeig mal her kurz. Oh, was für ein Oschi! Sieht ein bisschen mystisch aus und sieht komisch aus. Sieht komisch aus. Wow, was für Schränke hier! Und die Betten sehen. Oh, guck mal, da ist mein Bett. Hier, guck mal hier. Das ist, was im Hotel mal ist, wo die Dienstmädchen an der Stange tanzen. Genauso das Bett meine ich. Genau, guck mal, genauso sieht das Bett im Hotel mal aus. Ja, guckt euch das an. Und an den Stangen tanzen sie immer. Hm. So. Oh nein, bei mir das mal. No. Wo steht denn da? Achso, das Telefon. Ein großer Blumenstock zwischen Küche und Wohnzimmer fänd ich schön. Ein Blumenstock. Zwischen Dings und Bums. Zwischen Dings und Bums. Ja, gute Idee. Aber wie gesagt, es steht im Moment auf dem Tisch, Leute. Was auf dem Tisch? Wir haben jetzt gerade 1-1. Wir haben einer sagt Rose, einer sagt gelbe Blümchen. Er steht 1-1. Was sagen die anderen? Macht mit. Macht mit, macht mit, macht mit. So, ich brauche zwei Telefone. Frauen brauchen Telefone. Das wisst ihr doch. Frauen brauchen Telefone. Heute ist nichts mehr mit uns. Die beiden Frauen nackig ins Bett bringen, geht heute nicht mehr. Schade eigentlich. Schade, ne? Schade, ne? Ja, Mann, ihr glaubt gar nicht, wie schade ich das finde. Ihr findet das wahrscheinlich gar nicht so schade, aber ich erst. Was meint ihr, wie schade ich das erst finde? So schade könnt ihr das gar nicht finden, wie ich das schade finde. Frauen wollen ein modernes Telefon haben und ein anderes Telefon. Denn Frauen lieben Kreativität und Vielfalt. Diesmal war das Telefon andersrum. Letztes Mal stand es auf der Seite, war nicht mal so rum, oder? Die Frage ist ja, welches Telefon benutzt. Das ist Frauen egal, sie sind da sehr dynamisch. Klischee, Klischee. Oh, jetzt steht es gelbe Blume. Gelbe Blume. Den Rot zu pink, naja. Das heißt, jetzt steht schon 3-1. 3-1 gegen Ned. Ned. 3-1 gegen Ned. Ich weiß nicht, wie ich es besser aussprechen soll. Ich sag einfach mal Ned. 3-1 gegen Ned.
Wer votet mit? Wer sagt was, wofür, wegen, wann, wo, weshalb, warum? Theoretisch brauchen eigentlich Frauen überall ein Telefon. Aber gut, dazu kommen wir dann noch. So, was wollte ich noch? Das Ding, was hier denn Lucy gesagt hat. So ein Blümlein in der Mitte irgendwie so. Ja, hat sie gar nicht mal so unrecht. Hier, sowas hier. Frauen lieben Blumen in der Mitte. Frauen lieben Blumen, die im Weg stehen. Hier. Ja, Frauen lieben Blumen, die im Weg stehen. Oder wahrscheinlich eher am Fensterchen so. Ne? Guck mal hier. Frauen lieben Blumen, die am Fenster stehen. So, war Lucy? Ne, warte mal. Oder hier, hier. Aber dann ist die andere Blume da falsch. Ne, die passt da passt sie nicht hin. Wir sind am Fenster, dann steht sie direkt vorm Fenster. Wieso gegen mich? Bin auch für gelb? Warst du auch für gelb? Ach so. Wer war denn für die Rose gewesen? Ach, Natalu war für die Rose gewesen. Natalu war, Mensch, Natalu. Dann steht es also 3-1 gegen Natalu. So rum. 3-1 gegen Natalu. Nicht Ned. Ned. Wir nehmen das zurück. Ned war auch für gelb. Ist das nicht Ned? So, Ned. Zum Fenster ist besser. Ja, Natalu. Mensch, Lucy. So, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen erstmal. Nächstes Mal hauen wir uns noch ein schönes Bett noch hin. Erstmal die wichtigsten Sachen, dass wir nächstes Mal nicht ganz so alles so. Nächstes Mal Badezimmer, Schlafzimmer. Jetzt haben wir erstmal das Nötigste. Erstmal weg. Gut. Bleibt zum Schluss noch eine Frage übrig. Was auf dem Tisch? Die gelbe Blume? Blume? Oder gab es noch eine bessere Pflanze eigentlich? Was Größeres, was Dickeres? Was ist denn das hier für ein Blumentopf? Zu klein. Sieht auch hässlich aus. Wollen wir nicht. Nein, zu klein, zu klein. Und größer reicht nicht. Könnte man glatt noch eine Pflanze hinstellen. Ein Pflanzenparadies. Ah, da warte mal, jetzt habe ich es gerade. Jetzt warte mal, ich hab's. Achso. Warte mal, hier ist noch was. Ja, Mann, das ist aber die gleiche. Oder? Das war die gleiche, Mann. Was erzählst du jetzt nicht scheiße? So, Achtung, okay, das war das. Dann. Und zwar hier, pass auf jetzt. Nein. Nein. Na, wie wär's? Guck mal hier, Natalu. Lucy, was sagst du dazu? Hä? Ich glaube, ich sehe Bäume. Oh, das ist ein Baum, Leute. Das nenne ich mal einen Baum. In der Bude klettern. Da kannst du in der Bude klettern, Leute. Schaut euch das mal an. Also, wenn man da könnte man glatt denken, man wohnt im Wald. Hä? Ich wohne im Wald. Guck mal hier. Ey, komm mal runter vom Ast! Telefon! Komm mal runter vom Ast! Guck mal hier, fast ein Tannenbäumchen, aber nur fast. Was ist das noch? Oh, auch schön. Und das? Na, das hat was so mit Blumen. Was ist das? Oh, guck mal hier! Wenn man das dreht, guck mal hier! Das hat auch was. Das hat auch, kann man bloß andersrum drehen. Lass mal, dreh mal anders, guck mal so hier. Das hat Style, oder? Guck mal hier, so, das hat ja... Warte mal. Pass mal auf. Hier an der Stelle, rumgedreht. Nee, aber hier hat es gerade irgendwie cool ausgesehen. Guck mal hier, so rangemacht hier so, guck mal. Da kann man so durchgehen, das hat irgendwie was, oder? Das hat irgendwie was. Machen wir aber nicht. Aber es hat was, seid mal ehrlich. Oh nein, was habe ich jetzt weggemacht? Ich habe irgendwas weggeklickt. Was fehlt jetzt schon wieder? Oder? Nee. Ist er jetzt abgestürzt oder hat er jetzt irgendwas weggemacht? Ist noch alles da, oder? Dann ist jetzt nichts weiter. Okay. Was ist denn das? Warte mal, wie sieht denn das aus? Mach doch mal jetzt hier. Nee, es sieht zu finster aus. Da kriegt man ja Depressionen. Was gibt's noch? Der Wald. Was ist denn das? Ah, für draußen. Das ist alles für draußen, Leute. Ja! Eine Palme. Wir wollten schon immer eine Palme in der Wohnung haben. Junge, Junge. Wenn das der Nachbar sieht. Eine Palme in der Bude. In der Wohnung, nicht Bude. Schaut euch das an. Wenn du zwei von den Bögen kaufst, kann einen Bogen daraus... Ja, Mensch. Ja, Lucy. Warte mal, ich guck doch mal hier. Oh, guck mal hier. Jo, guck mal, voll dem... Boah.
So Leute, und genau deswegen brauchen wir Geld, ja? Schaut euch das mal hier an. Hier können wir einen ganzen Wald auf dem Dach hinstellen. Oh. Cool. Da können wir uns das aber so richtig Ibiza-mäßig... Oh, guck mal, ja, guck mal hier. Geht's eigentlich noch weiter? Der geht sogar noch weiter. Wo ist denn das Ding jetzt? Mann, die Dinger werden immer gigantischer. Fettes Teil. Geh mal zurück und zwar hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Das hat auch was. Dreh mal. Guck mal hier so an der Wand ran. Da steht natürlich die Blume weg. Mach mal die Blume da weg. Mike, die Blume weg. Hm, geht nur direkt. Nur so. Ja, so ist natürlich ein bisschen blöd. So ist ein bisschen blöde, ne? Okay, du weg. Du erstmal zwei so eine Bögen. Warte mal, zwei so eine Bögen. Kann man das weiter ans Fenster noch anstellen? Nee. Aber zwei so eine Bögen. Sieht bestimmt lustig. Lassen wir mal kurz testen, nur wie der Bogen aussieht. Nur mal um zu testen, wie es aussieht. Was ist dieser Bogen? Das ist auch schon wieder was anderes. Wo passt das denn? Passt nirgendwo hin, Rot. Was hat der denn jetzt so gut? Den kannst du gar nicht verändern. Was hat der denn jetzt hier? Oh, guck mal hier. Geile Sache. Was kostet denn sowas? 25 Euro. Das können wir uns leisten, Leute. Das können wir uns leisten. Das sieht ja toll aus. Warte mal. Kann man das da vorstellen? Ja, guck mal. Guck mal hier. Und eine dahin. Frau Liebenblumen. Was meint ihr dazu? Sieht es gut aus? Was meint ihr dazu? Ich wollte nur mal gucken, wie das mit dem Bogen war. Ich wollte mal die Idee von Lucy mal kurz aufgreifen. Sag mal her. Hat was, oder? Das hat was. Zeig mal hier, warte mal. Zeig mal, ich will was testen. Schade, ich dachte, ich kann es als Eingang machen, so, dass es am Eingang ist irgendwie. Ah. Machen wir weiter rein. Ich will ja nur mal Spaß, ja? Also nicht aufregen jetzt. Ich will nur mal gucken. Geht's nicht? Oh, schade. Schade, geht nicht. Aber immerhin. Sieht irgendwie, das hat was, oder? Das hat was. Passt das über die Couch so rüber? Nein. Über die Sessel? Na gut. Aber es hat was. Es hat was. Was sagt ihr zu den Blumen an der Wand, Leute? Was sagt ihr dazu? Ist das krank? So. Guck mal. Das sieht schon echt abgefahren aus, die Wohnung, oder? Das hat was. Das hat echt so eine eigene... Das ist echt abgefahren, oder? Seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich, Leute. Seid mal ehrlich. Wollen wir die Blumen an der Wand, wollen wir die lassen? Was meint ihr dazu? Ist das Schnieke? Drei sind zu viele. Drei sind zu viele. Vielleicht noch eins ins Badezimmerchen? Geht sogar auf der Wand da so hin. Sag mal her. Guck mal, sieht toll aus, oder? Nee, ein Stück vor. Guck mal. Sieht schnell. So, oder? Wollen wir es so machen? Wollen wir es so machen? Würde nur eins hinter der Kommode lassen. Eins. Oder pass auf, ich hab eine Idee. Und zwar, Mann, du Wand. Was haltet ihr denn davon? Guck mal hier. So vor der Tür zum Beispiel. Guck mal hier. Was haltet ihr denn davon? Guck mal, das hat Art, oder? Guck mal, das hat Art.
Man geht so durch die Blumentür hinein. Guck mal. Was haltet denn ihr davon? Das ist Schnieke, oder? Dann passt das da hinten nicht. Passt sowieso da hinten nicht. Was haltet ihr davon? Da passt nicht. Der klatscht es automatisch irgendwie rein. Ne, da passt irgendwie nicht so. Kann man das mit Entferntaste wegmachen? Ich weiß nicht. Lieber nicht. Ja, sieht besser aus. Ja, oder? Das hat was, oder? Guck mal. Erstmal. Dann lassen wir es so. Lassen wir es so. So, und einer noch hier. Frauen lieben Blumen. So. Ist einfach schön. So, nächstes Mal machen wir weiter. Nico, schlaf schön, träum mal schönes. So, an der Stelle machen wir es mal auf. Gut, speichern wir ab. Das hat was. Da können wir noch ein bisschen dran rumschleifen, dass wir jetzt mal ein bisschen was gemacht haben. Wir haben jetzt sozusagen die Lesbo-Bärts. Peck und Red. Ich hab's vergessen. Speichern wir ab. Klack. Nein, warte, es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Die Kommode fehlt noch. Wir brauchen noch diese Schminkkommode. Und ich sag euch auch, warum wir die brauchen. Also ich sag es euch nicht. Aber ich sag euch, die brauchen wir. Ich sag euch nicht warum, aber wir brauchen sie und ihr werdet sagen, ja Mensch Cosi, die brauchen wir. Die ist ganz wichtig. Warum die wichtig ist, das werdet ihr beim nächsten Mal dann sehen. Mehr verrate ich euch nicht. Ich sag euch nur so viel, wir brauchen die. Ihr werdet sehen warum. Ihr werdet sehen, es macht sich bezahlt. Glaubt mir das, Leute. Die Frage ist jetzt, wohin mit dem Schmink? Ach ja, genau. Öffentlich für beide, oder? Öffentlich vor allen Dingen. Öffentlich für beide. Eigentlich muss er ins Badezimmer. Aber nee, so beide. Beide schön am Rumschminkerlen so, schön rumschminken. Brauchen sie eigentlich einen Stuhl dafür? Oder machen die es im Stehen? Hier, oder? Hier ist ihre schöne, ihre Beauty-Ecke so. Da können sie beide so richtig rumpudern. Da können sie pudern, bis der Arzt kommt. Genau, guck mal hier, schön. Das Treppenhaus ist jetzt nicht unerotisch. Mach mal Treppenhaus, das ist gerade unerotisch. Oder wollen wir es... Ja, gut. Guck mal, so schön, oder? Und dazu noch an die Wand noch eine Lampe hin, damit es halt nicht... Frauen lieben Lampen an der Wand. Oder schöne Lampen. Also schöne Lampen an der Wand. Frauen lieben Lampen an der Wand. Wo waren die Lampen jetzt alle? Wo waren die jetzt alle? Da? Nein. Da? Das ist zumindest ein Stuhl. Was stellen wir denn da für einen Stuhl hin? Was brauchen Frauen für einen Stuhl an so einer Wand, an so einem Ding? Was nehmen Frauen für Stühle? Wohnzimmermäßig. Ach ja, Mensch, ach nee. Warte. Wo ist denn der Stuhl? So einer? Sag mal, nur Spaß. Oh, so ein ganz schöner Klopper hier. So ein ganz schöner... Will ja nur mal gucken. Junge. Nee. Sowas wollen Frauen nicht. Sowas wollen Frauen nicht. Dann was Bescheidenes, oder? Frauen wollen was Bescheidenes. Nee, das ist alles viel zu gediegen. Das ist alles so... Nee, Mann. Büromäßig? Wollen Frauen was Büromäßiges? Schnell was hier so? Wie sieht denn das aus? So weit weg? Das ist doch viel zu weit weg. Geht nicht näher ran? Nee, dann nicht. Dann den da. Der geht da auch näher ran. Warum denn nicht? Dann stell die Kommode auf der anderen Seite hin. Ist jetzt nicht so der Hit, oder? Die Ecke ist so nicht der Hit, wenn der so weit wegsteht. Guck mal, wie weit das wegsteht. Das ist voll doof, oder? Warum steht denn das jetzt so weit weg? Mann, mach doch mal näher ran den Stuhl. Oder passt es dazu nicht? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was ist da, eine Tischtennisplatte? Was ist da, ein Tisch modern?
Nee, Mann, dann lass uns noch mal kurz in die Küche, Küchenmöbel. Vielleicht klappen das mit den Küchen, vielleicht klappt das besser. Zeig mal her. Nur mal gucken, ob der Stuhl näher rangeht. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Geht das schlecht? Dann machen wir mal die Kommode nur so, oder? Weil der Stuhl sieht ein bisschen komisch aus. Guck doch mal. Wie weit der Stuhl wegsteht. Der steht so weit weg, der Stuhl. Das ist ja doof, oder? Warte mal, wo ist denn dieser? Nee, weil es passt auch nicht. Aber nur mal, wie sieht denn dieser Futuristik? Passt der da besser hin? Nee. Auch nicht. Dann lassen wir es erstmal so. So. Mit der Kommode, ja? Diese Kommode, die verbirgt ein Geheimnis in sich. Ich verrate euch jetzt aber nicht, weil beim nächsten Mal verrate ich euch dann, was das für ein Geheimnis ist. Und jetzt die Frage ist, was für ein Geheimnis verbirgt diese Kommode? Pass auf. Wollen wir das als Foto nehmen? Das Geheimnis, die, guck mal hier, oh ja, so. Aber dieses im Hintergrund stört, das, so kriegt man kein schönes Bild hin, weil dieses Treppenhaus stört im Hintergrund. Das ist unerotisch. Oder wollen sich Frauen am Fenster schminken? Das ist unschön, das gefällt mir so nicht richtig. Was machen wir denn da jetzt? Ich will jetzt nicht das Treppenhaus an der Kommode mal sehen. Und an der Wand? Immer doch das... Sieht so gequält aus in der Ecke. Aber da sieht es besser aus, oder? Es wirkt irgendwie schöner da als von... So wirkt es irgendwie schöner, oder? Ich weiß nicht. Was meint ihr dazu? So wirkt es schöner, oder? Na, ein Versuch war es wert. Aber warte mal jetzt. Warte mal. Kann ich da hin? Hallo? Du machst mich ganz verrückt. Du machst mich die ganze verrückt in den Kopf, hä? Keiner passt da hin. Ist ein Stuhl, die Kommode ist stuhllos, kann man sagen. Eine stuhllose Kommode. Na gut. Was ist das da? Schreibtisch, ja gut. Dann lassen wir erstmal da stehen. Nein, das gefällt mir da auch nicht, aber lassen wir erstmal da. Gut. Ach so! Mensch, die Blume noch. Die Blume zurückstellen. Also, wir hatten uns geeinigt, wir wollen die gelbe haben. Also nicht wir, ihr. Ihr habt gesagt, ihr wollt die gelbe haben. Ich frage mich, was die YouTube-Leute jetzt dazu sagen. Also alle, die jetzt nicht dabei sind. Was meinen die YouTube-Leute? So, jetzt hier. Warte, wie gehen wir jetzt ein schönes Bild hin? So. Ich will das Treppenhaus nicht haben. Mach mal, warte mal. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Und dann nimmt das, wie sieht das aus? Könnt ihr das überhaupt sehen richtig? Warte mal. Ihr könnt es gar nicht richtig sehen, oder? Pass mal auf, ich will es jetzt als Foto, als Cover benutzen. Ich will es als Cover benutzen, oder? Haben wir ein schönes Coverbild bis jetzt gemacht, irgendwie so, also geistig, sagen wir wenigstens. Und dann hören wir auf und dann machen wir ETS. Mal ein bisschen ETS fahren, spät haben wir es. Oh Mann, es ist schon wieder so spät. Es ist schon... Boah, die Wände, was ist denn heute? Heute ist Wandtag. Heute ist hier Wandtag. Mensch. Wir kämpfen gegen Wände, Leute. Dann erstmal da rein. Das heißt... Wände. So, dann so. Das Singles-Ding, ich wollte es mit dem Singles haben, aber das... Also manchmal ist es wirklich ein Leid. Ja. Ach so. Könnt ihr das sehen? Ach so, ist mein Bild davor. Aber egal. Machen wir es so. Nee, es ist auch blöd. Wir brauchen noch ein schönes Bild. Also einmal so. Ist aber ein blödes Bild. Und zwar, wir müssen noch eine davor stellen vor die Kommode. Warte mal, wir stellen die jetzt davor. Sie. Obwohl, nee, die andere ist fotogener gerade im Moment, oder? Die andere ist ein bisschen fotogener gerade.
Ach, die sind beide fotogen. Wir stellen sie. Nee, pass mal auf, wir machen, stellen beide ins Wohnzimmer mal ein Foto. Genau. Pass mal, ja, jetzt kommt's. Pass auf. Und zwar. Da jetzt. Und zwar eine geht dahin. Eine geht dahin. Guck mal hier. Jetzt dreht euch mal um. Frauen. Mädels, dreht euch doch mal um. Wir wollen ein freundliches Foto von euch beide machen. Ihr seid aber auch. Mal erst dies, die, dann dahin. Und du dahin. Pass auf jetzt. Ja, Mann, das ist es, das ist es. Jetzt, Mann, guck mal, seht mal, wir haben die Kommode drauf, wir haben die Frauen mit drauf, wir haben das Bild mit drauf, war voll geil, oder? Yes! Yes! Da ist es, das brillante Foto. Jetzt muss nur noch ich gut ins Bild, damit ich mir drauf passe. Ich muss mir auch noch schön machen fürs Foto. So, ich mach mir auch noch. Lass sie auf der Couch sitzen. Nee, das kriegen wir. Ja, nee, ich will. Ja, nächstes Mal. Als nächstes Coverbild. Wir machen ja noch viele Cover. Guck mal hier, so ist das schön. Also, jetzt können wir uns überlegen, wie das Cover dann heißt für unseren YouTube-Kanal. Entweder nennen wir es wie heißt es? Der mystische Schminktisch oder Willkommen bei den Lesbo-Bärts. Mal sehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, lächeln. Warte mal, ich muss auch schön. Sehe ich so hübsch aus, das Foto? So, lächeln. Oder warte, kann ich noch? Nee, mache ich so? Nee, was könnte ich für ein Zeichen machen? Nee, okay, dann lächeln. So, jetzt haben wir es. Mann, das war eine schwierige Geburt. So schön, oder? Guck mal, jetzt haben wir ein Highlight. Aber hier. Nee, oder doch? Mit der Pflanze noch? So, nochmal lächeln. So. Gut. Geschafft. Das war's. Jetzt geht's los. Naja, noch nicht, aber fast. So. Mann, das war eine schwierige Geburt diesmal. Ja, aber es war vorauszusehen, oder? Also für die... Warte mal, ich schalte es mal um. Seid mal ehrlich, es war vorauszusehen. Ja, auch für die YouTube-Leute war klar, wir fangen jetzt eine neue Arbeitsgruppe hier an, oder wie sagt man? Wir fangen jetzt ja die Lesbo-Bärts an und da muss man natürlich erstmal, ne? Bisschen, das muss der erstmal, ne? Ihr versteht schon. Logisch, oder? Also. Deswegen, also vielen Dank, wer sich's angeschaut hat, wer durchgehalten hat, wer mitgemacht hat, auch für alle Leute im Livestream, die mitgemacht haben. Und für die YouTube-Leute, die geistig mitgedacht haben und dachten, nein doch. Das zeigt, ihr habt geistig mitgemacht. Also, mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir werden demnächst gleich wieder die Lesbo-Bärts spielen, weil ich bin irgendwie neugierig, wie es so losgeht, ne? Also, wir wollen ja ein bisschen, ne, ihr wisst schon, ein bisschen heiße Kisten sehen und Schränke und so alles. Und so. Ich freue mich schon drauf, oder? Freut ihr euch auch drauf? Also ich freue mich schon auf die Lesbo-Bärts. Hey, ich freue mich auch auf die Schwule-Bärts oder auf die Hetero-Bärts. Aber ich freue mich im Moment gerade. Ich hatte einfach Bock heute drauf. So, jetzt schalt ihr ab. Also schlaft alle schön, ja, für die YouTube-Leute. Oder guten Morgen. Ja, guten Frühstück, guten Hunger, gute Fahrt. Denkt dran, bieg rechts ab, bieg links ab. Hör auf, setz den Blinker richtig. Und Vorsicht, schnall dich an. Pass auf, dein Fallschirm, denk an den Fallschirm zu ziehen und... Ja, du brauchst noch eine Weile. Der Zug fährt noch eine Weile. Also, bei was ihr auch immer gerade macht. Also, Hypnos World ist bei euch.